Wie tun es von den Sounds? Gut. Gut? Voll geil. Boom! Dann legen wir los. Viel gut Podcast, mal eine andere Variante. Wieso sind wir eigentlich da? Ja, los jetzt, das ist eine ganz gute Frage. Einerseits Büssi, schön bist du, Frankie, schön bist du. Der Charlie hat nicht können kommen. Nein. Kommen wir nachher noch dazu. der Feel Good Podcast ist ein Jahr alt geworden. Und, Happy Birthday. Danke. Und apropos Happy Birthday, wo ist der Charlie? Der hat gestern Geburtstag gehabt. Oh, Happy Birthday. Und ist mit der Freundin und der Mutter und dem Freund von der Mutter kurz nachtessen. Und du weißt, wie es ist, wenn man mit der Freundin und den Eltern geht kurz nachtessen. Da geht es ab. Da ballerst du dir einen Shot nach dem anderen hinter. Es kommt ein bisschen darauf an, was für eine Mutter das sagst. Nein, ich glaube, er ist nachher noch weiter. Ah, und er ist jetzt verlobt wahrscheinlich, oder? Ich weiss nicht, haben wir das letzte Mal bei uns im Feel Good Podcast erzählt, wie der Charlie auf den Ballermann reagiert hat. Ich glaube, wir haben es gerade drin. Ja, yeah. Aber wir können gerne noch ein paar Charlie-Geschichten erzählen, weil das ist eigentlich seine Strophe, dass er jetzt nicht gekommen ist. Ja. Er hat geschrieben, yo, bro, I can't make it, bro. I am peep in the peep, bro. This peep went hard before he went home. Stehen dort Wörter oder ist es? Es stehen dort Wörter. Ah, stimmt, mit F. Unter anderem. Und vor allem solche, die ich definitiv nicht darf sagen. Okay. Es ist nicht Mohrenkopf. Ja. Also. Ach so, ich weiß. Ja. Das böse M-Wort, Migo. Ja. Genau. Ja. Nein, und darum, der Podcast wird ein Jahr alt und ich wollte einfeiern, dass man ab und zu so einen Stammtisch macht, wo wir einfach mehrere Leute sind. Will du das wettest zelebrieren, dass mal etwas ein Jahr hebt bei dir? Und wie immer ohne Frau. Wobei dumm ist, jetzt ganz ehrlich gewesen, ich habe das Gefühl, der Büssi und ich haben irgendwann so ein bisschen auf Rollen täuscheln. Oh Gott, jetzt, was du so aussprichst, fällt es mir auf. Gell? Ja, es hat ein bisschen etwas. Du erzählst jetzt die absurde Dating-Geschichte auf der Bühne. Ja. Und du hast keine mehr. Du hast schon lange keine mehr. Das stimmt, wirklich. Ja, und früher haben wir immer so können, also gerade in Basel, oder, ist das immer ein schöner Running Gag gewesen für mich im Programm, können zu sagen, eben Frauen in Basel, und ja, die meisten kennen ja den Joel vom Mutzenbein, die meisten haben da schon mal mit ihm geschlafen und so. Das ist immer ein schöner Running Gag gewesen, und es geht wie nicht mehr. Und also es freut mich extrem für dich, aber es ist ein bisschen scheisse für mich. Jetzt hast du mit mir geschlafen zu Basel. Nein, noch nicht. Noch nicht, aber bald. Ja. Ja, ich bin ja sehr lange recht monogam unterwegs gewesen in Basel. Ja. Also von dem her. Immerhin in Basel. Immerhin in Basel, wenigstens das. Ja. Jetzt ist es ein bisschen ein anderer Groove. Achtung, es ist nicht einmal bei Glanz und Gloria gewesen. Wieso, sorry, ich habe mich schon beim Stichwort Frau haben mich verloren. Aber erzähl mal weiter, ich höre gerne zu. Ja, nein, es ist wie glaube ich, auch schon vorher, die Geschichten, die man sich erzählt, sind wilder als die Realität, aber I'm totally fine with that. Yeah. Ja, der Frankie ist eine Zeit lang auch recht aktiv gesehen. Ah, und jetzt? Ja, jetzt weiß ich nicht. Also, jetzt krieg ich's nicht mehr. Du musst immer aufpassen mit Adjektiv, Aktiv und Passiv, da kann ich auch für Verwirrung sorgen. Bei euch stimmt, ja. Genau. Sorry. Nein, aber was ich... Falsches Wort. Eine Kollegin von mir hat ein bisschen auf Tinder entdeckt. Und dann hat sie mir nachher geschrieben, ob es die richtige sagt. Und so, ja, ich glaube, es ist schon er. Wirklich? Ja, weil er hat mich dann gefragt, bist es du wirklich? Aber sie hat mich gerade bis jetzt nicht gematcht, aber ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht. Das entdeckt, aber nicht gematcht. Ja. Man geht wahrscheinlich automatisch davon aus, es ist ein Fake. Ja, tatsächlich. Also man muss sagen, ich habe das wirklich für ein paar Tage, respektive Wochen jetzt gemacht. Mittlerweile ist es auch wieder deaktiviert. Weil es wirklich sehr, sehr amüsant war, dass eigentlich 90% der Konversationen angefangen hat mit «Bist du wirklich?». Mhm. Das ist irgendwann ein bisschen ermüdend, wenn auch verständlich, weil eben es tummeln sich diverse Promi-Accounts dort rum. Und ich weiss auch nicht, wie viele davon echt sind. Mhm. Also Kerstin Cook, nimm mein Match bitte mal an. Nein, Scherz. Es hat verschiedene so Promi-Profile, wo man aber glaub, einfach eben Leute, die einfach Bilder nehmen und dann halt for the fun of it sich als jemand auskennt, was nicht sind.
Weißt du noch, wo der Vujo hat irgendwie, glaube ich, 17 Accounts gehabt auf Tinder und damals noch... Und 18 davon sind von ihm gewesen. Eben, und er hat immer so gesagt, ja, das ist nur ein Fake-Bruder. Und ich habe irgendwie gesagt... Und ich habe irgendwann so gedacht, was? Entschuldigung. Alles fake. Ach so, ich habe es anders ich verstanden. Genau, wow, also du hast so undeutlich, es hat wirklich nach... Gut, bei ihm ist alles sehr unverständlich. Ja. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, der hat auf jedes einzelne Profil selber gemacht. Ja, das glaube ich auch. Nein, bei mir ist es einfach so, ich bin, also es hat sich dann nie etwas wirklich Gescheites daraus gegeben, weil ich auch immer extrem transparent bin und gesagt habe, schau, wir können uns mega gerne treffen, du musst zwei Sachen wissen. Erstens, ich bin nicht auf der Suche und zweitens, ich würde dich nach deinen schlechtesten Dating-Stories fragen, weil ich muss ein neues Programm schreiben im Jahr und ich brauche Geschichten. Und das ist meist, für die meisten Frauen jetzt nicht gerade so ein Anturner im ersten Moment gewesen. Viele haben sich aber tatsächlich dann auch darauf eingelassen und gesagt, okay, ja, ich habe wirklich ein paar gute Geschichten. Was, und das kennen wir, glaube ich, alle, dann aber meistens gleich nicht so war, weil das, was die Leute als gute Geschichte empfinden, ist dann meistens gar nicht mal so geil. Das ist wie so die Leute, die mir auch Memes schicken zum Bachelor und sagen, ah, schau, ich habe etwas gemacht, mega lustig, und dann denkst du, das ist gar nicht mal so gut. So, ein Bild vom Bachelor und oben drauf steht Idiot. Genau, so. Ja. Und dann haben sie das Gefühl, das ist mega lustig, und du denkst dann, wieso gebe ich mir Mühe, ja, wenn das auch wieder lange. Aber logischerweise ist ja, je nachdem, was du erlebst in deinem Leben, ist ich sage jetzt halt, die Messlatte ein bisschen anders. Ja. Weil ich bin mal an einem 5 gegen 5 Casting gesehen. Hast du gewusst, dass die Leute zuerst casten? Oh, ich dachte, da kann man einfach anmelden. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Richtig. Und wo ich dann an dem Casting gesehen bin, weil die alte Fernsehtruppe von Tele Basel, die hat dort mitgemacht. Und ich bin als Joker mitgegangen, weil ich bin eigentlich schon nicht mehr dabei gesehen. Und sie haben gesagt, wir brauchen aber noch einen 6. falls jemand krank wird oder ausfällt. Ja. Joker darum, weil man ihn auch bei Tele Basel immer wahnsinnig schlecht geschminkt hat. Ja, das will ich also auch wählen. Und dann sind wir an einem Casting, wo wirklich werden halt die Leute eben noch zuerst getestet, funktionieren die fürs Fernsehen und haben sie gute Geschichten. Und dann musst du eben schon eine lustige Anekdote mitbringen. Das war immer die, wo Sven Epine dann irgendwann so gefunden hat, ja, Stefan, du hast ja einen Hund und mit dem erlebst du ja ganz lustige Sachen. Und dann hast du irgendetwas können beten, oder? Ja. Und dann hat es eine Gruppe gehabt, wirklich, die sind so 50 bis 65, alle mindestens 85 Kilo, weiblich, irgendeine gemeinsame Wandertruppe. Ja? Kegelclub hätte ich jetzt testen. Nein, ich glaube, also Wander, eben, ich glaube, von der einen Beiz zur nächsten. So. Und die haben sich genannt, Achtung, die Stockente. Sehr gut. Und dann, musst du dir vorstellen, das sind 6 Leute, und dann heisst es, so, und jetzt erzähl die lustigste Anekdote, die jemals euch 6 oder jemandem von euch 6 passiert ist, und die ist ohne Scheiß gesehen, ja, die Isabelle, ich hätte wohl das Velo mitgenommen am Bahnhof und dann kommt sie zurück und ist das Velo weg. Hat sie gemeint, sie ist gestohlen. Hat sie gemerkt, sie hat es gar nicht mitgenommen. Sie hat es daheim gehabt. Das war die ganze Geschichte. So. Wow. Komisch, wie sind Stockende nie bei 5 gegen 5. Ich bin mal als Regionalschurni damals noch zu 5 gegen 5, weil ein Team aus Pfäffiken mitgemacht hat und ich musste die begleiten. Und ich habe im ganzen Text geschrieben, ein Viererteam. Sogar in der Bildlegende steht ein Viererteam und es sind 5 Leute auf dem Bild. Und es hat niemand gemerkt, das Korrektorat. Ja, eben. Und der Fotograf, der dann hat müssen Bilder im Archiv ablegen musste, hat gesagt, du, hast du mal gemerkt, du hast im Vater überall 4 geschrieben. Das hat niemand gemerkt in der ganzen Zeitung, auch nicht von den Lesern. Also ich habe sogar ihnen den Text noch geschickt zum Gegenlesen. Und sie haben es auch nicht gemerkt. Das ist so geil. Gut, darum ist wahrscheinlich der Begriff Leser auch ein bisschen sehr stark, oder? Ja. Empfänger von diesem Blatt. Stimmt, du hast die ganze Jase Lokalschurni-Zeiten durchgemacht. Das ist aber geil. Ja. Ich habe es immer geil gefunden. Vor allem, du musst so viele Kultursachen schauen, die du abgrundtief schlecht gefunden hast. Und dann hast du aber nie dürfen verreissen, weil du bist ja angewiesen, oder? Komisch, weil der Büssi und ich, wir haben immer die im Publikum. Was denn? Wirklich? Nein! Und dann habe ich. Haben wir aber auch gekommen letztes Jahr? Ja, das stimmt. Wir haben einen leichten Verriss gehabt. Auf jeden Fall, ich habe dann immer gedacht, wenn du das jetzt so voll urlaubst, das ist ja mega fies für die, die wirklich dort gesessen sind, irgendwie mit der ganzen Familie, für einen Abend irgendwie 250 Stutz ausgegeben haben. Und es war absoluter Schrott gewesen. Und du kannst ja nicht schreiben, wie geil das war. Und dann habe ich immer den Trick angewandt, dass ich geschrieben habe, dem Publikum schien es zu gefallen. Du hast einfach alles so geschrieben. Ja. So quasi, ich distanziere mich weit davon, das aber... Sind,
Die kodierte ja, genau. Feedbacks sozusagen. Genau. Und wir haben jetzt auch so eins bekommen. Also, es war so ein bisschen gemischt Warenladen. Nein, es war direkt Kritik. Der Formulier, habe ich gefunden. Ach so. Ja. Ja, wir haben zusammen gespielt im Zack und dann ist... Rappi. Und dann sitzt einmal so eine dort, so eine Freie, weißt du, wo man einfach an Events schickt. Also Journalistin. Journalistin, ja. Und sie hat jetzt schon zum dritten Mal an den Comedy-Anlass müssen und ich glaube, es ist einfach nicht so ihres. Und hat sie es selber auch schon langsam gemerkt? Ja, obwohl, dann, während der Show hat sie Stutz gehabt, einfach. Ja, ich habe das Gefühl, während der Show hat sie Spass gehabt. Ja, das stimmt. Ja. Höchstens nachher beim Schreiben nicht mehr so, ja. Und das ist mir schon aufgefallen, wo ich noch Filmkritiken gemacht habe, für früher noch für Virus und dann auch noch für Energy. Da hast du, vor allem gerade im Dunstkreis Basel, hast du so fünf alte, gesessene, graue Journeys gehabt, die aber selten sich selber haben können eine Meinung bilden. Sondern es ist dann immer so eine Grüppli nachher draussen gestanden vor dem Kino und dann hat einfach so ein Meinungsmacher hat dann irgendwie gesagt, das war ein Scheissdreck. Und dann sind die anderen mal so, ja, finde ich auch. Ja, so. Und dann hast du gewusst, okay, jetzt werden alle den Film verrissen. Ja? Und irgendwann hat mal jemand, weiss ich noch, beim Kultkino, ja, also ist es ein bisschen Arthouse-Movie gesehen, und dann hat jemand zuerst gefunden, sie war scheiss gesehen, aber es war in der Hierarchie nicht so entscheidend gesehen, wie dann eben wieder der alte graue Mann, ist noch nicht weiss gesehen, sondern grau, wo dann gesagt hat, nein, ich finde jetzt, Storytelling ist eins angesehen. Und dann hast du gemerkt, wie so die ganze Dynamik sich wieder shiftet. Und dann habe ich gesagt, ja, so. Und dann hat jetzt 4 bis 5 Sterne in jeder Zeitung gegeben. Das Problem hat sich wie auch erledigt. Also weißt du, so, eben früher zum Glück haben sich all die Gruppen gegenseitig dann angesteckt und sind gemeinsam über Klippen gegumpelt. Und heute ist die Gruppe wie entlarvt und es schreibt einfach einer für alle Zeitungen. Du musst nur noch einen Scheiße finden. Das ist eigentlich schon noch gut. Da muss die anderen gar nicht mehr überzeugen. Ja, vor allem, es ist ja dann eh das Gleiche. Ja. Ob jetzt früher noch 6 geschrieben haben, das ist scheiße. Es ist wirklich, ich komme mal mit Anfragen über so, dann heisst es ja, wir machen etwas für den Tagi und dann nachher gibst du deine Quotes und nach dem nächsten Tag kommt vom SMD, Schweizerische Mediendatenbank, und komme ich immer über, wenn irgendwo etwas über mich geschrieben wird. Ja. Und dann nachher, dann siehst du einfach so Tagi und dann ist einfach sämtliche Regionalblätter, wo halt ein Tagi angehängt sind. Ja. Das steht überall auch noch drin. Also bist du eigentlich nachher wirklich wie schweizweit. Und dann denkst du, ja gut. Und das Gleiche ist mit dem Verriss. Also das ist dann wirklich, das ist dann nicht eine Region, die verrissen wirst, sondern sie streuen es dann gerade national. Obwohl, also bei mir kommen wir eh nur in so wirklich ganz, ganz kleine Regio-Zeitungen. Und dort sind sie eigentlich meistens nicht. Ich habe kürzlich im SMD was gesucht von mir, dann habe ich meinen Namen eingegeben und dann schlägt es da oben vor. Ja. Leute, die nach dem Begriff gesucht haben, haben auch nach dem Begriff gesucht. Oder beziehungsweise, wenn du die Person suchst, dann sind die gleichen Personen noch im gleichen Kontext genannt wurde und bei mir steht an oberster Stelle Adolf Hitler und an zweiter Stelle Stefan Büsser. Und das Problem ist, es gibt eben so ein... Menschen, die die Masse kontrollieren. Ja, und es gibt eben in Deutschland einen Politiker, der sich gegen rechts einsetzt, der Frank Richter heisst. Und darum ist das... Nein, ja, ich wirklich? Werde mega oft im Kontext mit dem Hitler genannt. Ah, ich habe gedacht, das sei wegen all deinen... Wegen den Hitler-Jokes? Ja, aber du schreibst ja nicht immer Adolf Hitler aus. Wenn du aha. Jetzt, also du bist ja nur Hitlerwitz oder so. Ach so. Ja, außerdem sind es nur 3. No. Ja. Eben, ich schreibe jetzt am nächsten Programm und das kann man schon noch 15 Minuten auswalzen. Nein, sag ich. Warte jetzt. Frina ist viel gehabt. Frina ist sicher 10, 15 Minuten. Nein, nicht? Nein. Gut, es kommt einem immer so vor, gell? Es sind halt einfach deutsche Witze gewesen. So. Ja, ja. Du hast nicht direkt, es ist nicht alles Hitler gewesen, aber es hat natürlich schon viel aber mit der Nazi-Zeit zu tun. Genau. Ich meine, was ist es? Hitler, Wende, fertig, oder? Das ist so ein bisschen der prägende Moment. Ja, es ist, die deutsche Geschichte ist Hitler, Wende, Wendler. Ja, das ist genau. Zusammengefasst. Ja. Irgendwann werden die Leute die Wende vergessen. Ja. Es ist dann nur noch Hitler, Wendler. Es muss sich immer auf LER. Ja. Muss immer auf LER enden. Macht eigentlich, ich habe nichts mehr mitbekommen, jetzt seit er seinen Telegram-Kanal ist er wieder... Also der Telegrämdler ist er jetzt. Der Telegrämdler ist, glaube ich, extrem aktiv auf Telegram. Ah, okay. Er postet, glaube ich, nicht wirklich im Halbstundentakt. Nicht passiv. Ja. Ja. Er postet, glaube ich, wirklich im Halbstundentakt einfach das, was Attila Hildmann 10 Minuten vorher postet hat und er dann repostet. Aber selber kommt nicht viel, oder? Nein, er hat sein scheiß Statement müssen ablesen. 2 Sätze. Ah. Ja. Und ich habe das Gefühl, die Laura-Uhr tickt. Ich gebe dieser Beziehung noch 3 Monate und sie lässt sich scheiden. Maximal. Ich habe schon immer
ich habe schon immer mit meiner Freundin diskutiert und gesagt, das ist von A bis Z inszeniert. Nein, das glaube ich nicht. Ich hatte das immer das Gefühl gehabt, weil die Geschichte stimmt ja nicht einmal. Sie hat ja irgendwie 7-mal eine andere Geschichte erzählt, wie sie sich kennengelernt haben. Und, ach. Ja, aber ich glaube, das ist einfach, wie sie das Gefühl gehabt haben, sie müssen eine geilere Geschichte erzählen, als es wirklich war, dass sie einfach als Gruppe mit aufs Hotelzimmer ist und dann hängen geblieben ist. Das ist einfach nicht eine geile Geschichte zum Erzählen. Also erzählst du am Anfang mal etwas anderes, dann plötzlich kommt jemand und sagt, du, aber so ist es gar nicht gewesen. Ja, okay, es ist noch so und so. Und dann bist du irgendwie stuck in deiner eigenen Geschichte. Ich habe das Gefühl, das ist es. Mm, okay. Und es gibt einfach, du kennst schon den Pierre M. Krause, wo einmal der hat so eine Sendung gehabt, wo er Promis besucht die Heime. Ja, Pierre also M. Krause trifft. Büssi kennt ihn, glaube ich, auch. Ja. Okay. Ja. Und da gibt es eine Folge, wo er zum Wendler geht und der pennt ja dann bei ihm im Gästehaus und so. Das ist und der Wendler. Ja, genau. Und der Wendler kommt einfach wirklich selber über in dieser Folge. Also, das ist einfach. Der kommt im Fall, ohne Scheiß, der kommt ja eigentlich noch oft selber über, wenn er sich nicht inszeniert. Ja. Aber er inszeniert sich halt auf 95% der Fälle. Aber wenn er mal irgendwie zwei normale Sätze rauslässt, nehmen, aber er hat irgendwie das Gefühl, er müsse sich immer so inszenieren. Ich meine, meine Lieblingsszene ever ist gesehen, wo er aus dem Dschungel raus ist und dann hat es halt im sein Manager, wie unglaublich toll er angekommen ist und dann hat er in den Dschungel wieder zurückgewählt. Der einzige Mensch, der immer gesagt hat, ich lehne mich wieder zurück, und zwar einfach, weil er nicht gecheckt hat, dass er jetzt so viele Menschen ihn gesehen und anscheinend noch ein paar toll finden. Natürlich hat der Manager da ein bisschen, die Leute lieben dich. Ja. Und dann dachte ich, das ist so geil gesehen. Für so Sachen musst du RTL lieben, weil sie sind einfach skrupellos und schamlos. Und dann hockt er so in dem scheiß Hotel, wie es auch immer heißt. Wie heißt das Hotel? Muss ich immer dürfen gehen? Ja, Armani oder nein, es Versace ist das. Versace, ja. Ah, ja, genau. Ist er dort auf so einer Religie am Pool und dann singt er einen Song für sich so, wenn er zurück in den Dschungel will und irgendwie so meine Zeit im Dschungelcamp und RTL kennt nichts und er darf sofort irgendwie so einen Schlagerbeat drunter legen und macht dann so Disco-Lights. Das ist einfach so komplett vorführig. Ja. Oh. Aber ich glaube, also entweder bist du mega naiv, aber ich glaube, er ist much smarter als wir glauben. Ich glaube, der hat genau gewusst, Er geht raus, gibt eine Schlagzeile und wenn er nachher sagt, er will wieder rein, weiss er, ist er nochmal auf der Bildfront am nächsten Morgen. Ich glaube nicht, dass er sich überreden lassen hat zu so etwas, sondern der hat einen Plan. Also der ist nicht so naiv. Nein, aber hat er wirklich so einen Plan? Ich glaube schon. Also jetzt ist glaube ich vorbei mit dem Plan. Also Karriere. Ich bin mir nicht einmal sicher. Und nein. Ich kann dir eins sagen, wenn der in 3-4 Wochen Kehrtwende macht, und sagt, ich habe mich dort verrennt und das sind ganz böse Leute, wird er wieder auf der Bildfront landen und er wird wieder RTL-Jobs bekommen, weil er am Schluss einfach Klicks und Quoten macht. Ich finde es eben noch krass, weil in Deutschland kannst du ja eben auch wirklich Geld verdienen mit dieser Sorte von Aufmerksamkeit. Mhm. Ich weiß noch, wo der Piero ins fucking Ringe-Gebäude reingekracht ist und seine CDs rumgeschmissen hat. Ja? Mhm. Da hat mir ein Kollege erzählt, der dort gerade mit ihm zusammengearbeitet hat, gesagt, das ist Wahnsinn, wir haben pro Tag 4'000 Klicks auf der Webseite. Und ich sage, was bringt dir das? Nichts. Die Menschen haben deine Webseite angeschaut, weil du irgendeinen Scheiß gemacht hast, aber in Deutschland kannst du eben mit so Schlagzeilen, kriegst du dann eben, kannst durch alle die Aufträge, musst natürlich wählen, aber kannst durch alle die Scheiss-Shows die durchziehen lassen. Nicht nur die Reality-Shows, da, wie heißt das, wo jetzt gerade gelaufen ist, Sommerhaus. Sommerhaus des Sars. Jesus fucking Christ. Sondern auch die grossen Game-Shows und so, weil dort wollen sie auch immer noch einen Trottel und polarisierenden Mensch drin haben, damit sich die Leute wieder darüber aufregen können. Weißt du noch, wo wir im Haus 1 gesehen sind, haben wir doch irgendeine Sendung geschaut, wo sie sich dort ins Gesicht schmeißen lassen. Ist das? Ah, nein, das ist die Festspiele der Reality Stars oder so auf Sat 1. Und immer wenn jemand rausgefallen ist, hat der Thorsten Lega müssen Torte denen ins Gesicht schmeißen und hey, die haben fast mit so viel Energie die Torte ins Gesicht pfeffern. Das ist richtig geil. Der hat wirklich gesagt, alles aus dem Bizeps rausgeholt und denen die Torte ins Gesicht geschmettert. Und du sagst, ist das nicht mal in den 60er Unterhaltung gesehen? Ja. Es ist anscheinend wieder. Es ist wie die Mode, es kommt alles wieder. Und ich weiss noch, die Frage zum Beispiel,
wie hat die Währung in Frankreich geheissen vor dem Euro? Und du hast 10 Sekunden Zeit gehabt und es ist nicht in den Sinn gekommen. Ja, natürlich nicht. Und weißt du, der Moderator hat noch gesagt, in Frankreich. Oh, wow. Ist nicht sogar der Ding gesehen? Der Thorsten Schropp, oder wie heisst der, war das macht? Jochen. Jochen Schropp. Ja. Wo ja, wirklich muss ich sagen, ich glaube, innerlich völlig tot. Der ja. moderiert das einfach weg. Einfach aber, weg. Ja, genau. Okay. Ja, wie der Dings, der Olli Geissen. Ja. Ja, du hast ihn ja persönlich kennengelernt. Wahnsinn. Erzähl mal, wie ist das so, wenn man im Backstage trifft, so fürs Vorgeplänkel? Ja gut, Backstage triffst du ihn ja eigentlich gar nicht. Aber du hast ihn doch sicher so, mal getroffen vorher. Ja, bei der Probe. Ja, okay. Und dort habe ich wirklich gemerkt, ich glaube, der Typ weiss am Tag selber, welche Sendung er moderieren wird. Ja, frühestens. Ja. Und es war wirklich einfach, er wird irgendjemand angekarrt, dann schaut er das Theater an und sagt, RTL Comedy Grand Prix. Ja, heute ist das, ne? So. Und danach hat wirklich mit einer Demotivation, also muss man natürlich, ist dann auch immer ein bisschen Interpretationsfrage von mir, klar. Weil ich glaube, ich war bei einer Probe nicht motivierter und würde auch nicht besser wirken. Ja, weil es ist eine fucking Probe, du machst einfach damit, du am richtigen Ort stehst und du laubst auf die Scheiße schnell ab. Ne? Mhm. Und so macht das halt auch. Ja, jetzt kommt da noch einer. Der Joel, muss mir ja. Und danach hat irgendwann, wenn sie etwas mit dem Licht stellen und ich stand so neben ihm und das hat so, ja, alles gut. Und ich so, ja, nur kleine Bemerkung, es heißt Joel von Mutzenbecher, ja. Und dann hat er das auf seine Moderationskarte gesagt, ja, steht ja auch hier. So, und dann hast du gemerkt, ohne Scheiß, die haben hinten im Backstage, haben die einen Redakteur, der im Kon stand, Sachen aufs Ohr sagt und zum Teil auch noch Sachen umschreiben. Die sehen sie irgendwie, jetzt kommt denn das, komm, jetzt machen wir nochmal so, machen wir nochmal so, ne. Und, also es ist noch viel extremer. Mir hat jemand gesagt, der für RTL arbeitet, dass er wirklich jemanden hat, der eins zu eins seine Moderationen ihm ins Ohr vorliest und er sagt einfach das, was er gehört auf dem Ohr. Ja, anscheinend. Ich kann es nicht überprüfen, aber anscheinend ist das wirklich einer, der wirklich genau das macht, wie du sagst. Der ist wirklich hinten dran und der redet ihm seinen Text aufs Ohr. Ja, das war ja dann geil, weil ich so gehofft, dass er dann meinen Namen richtig sagt. Die ganze Zeit. Abgesehen davon, dass ich fast auf die Bühne gehisst habe, aber das ist ein anderes Thema. Und ich bin so dorthin und dachte, komm, sag's von, bitte, sag's von. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt hier ist er, Joel von. Und ich so, ja, Mutzenbachler. Hey, at least he tried. Nein, wirklich. Und zwar, das ist wahrscheinlich das Problem, wenn sie es ihm aufs Ohr sagen. Und zum Beispiel, es gibt ja der, jetzt weiß ich selber nicht mehr, wie er heißt, Timo oder Tino. Michels? Nein. Ich kann es gar nicht sagen. Nein, Bommelino. Ah, der ist mit mir auftreten im Quatsch. Eben, ja. Weißt du welche? Ja, Tino Bommelino. Ja. Tino? Ja. Bommelino. Ja. So, also. Jetzt weißt du, was hast Clown-Schule nur ganz knapp verpasst, oder? Jetzt weißt du, was der Geissen gesagt hat? Nein. Hey. Da hat er mir gesagt, hier ist er. Timo Bommelino. Aber das, weißt du, das wird dann in der Post nimmt man einfach total und dann muss nochmal neu einsprechen. Richtig, richtig. Und zwar bei mir ist es wirklich durch das ein mega beschissener Auftritt sozusagen, weil sie gehen in die unnatürlichste Kameraeinstellung. Ins Publikum, in dem Moment, wo dein Name sagt. Ja, und er sei jetzt noch völlig demotiviert, weil er hat meinen Namen natürlich nachher nochmal müssen aufnehmen. Ja. Und das ist wirklich in einer schnellen Umstellpause. Ja. Hörst du ihn wirklich so dreimal sagen, Joel von Mutzenbecher, Joel von Mutzenbecher. Joel von Mutzenbecher. So, weißt du? So, okay, danke, Hammer. Jetzt, wo ich im Quatsch auftreten bin, ist ja der Johann König ist in meiner Show Headliner gewesen, oder? Und der ist gar nicht dort gewesen. Der ist im Nachhinein reingeschnitten worden. Und die haben aber wählen, dass das Publikum klatscht, als wäre er dort. Also hat man ihnen nicht gesagt, er kommt gar nicht. Dann macht die Moderatorin so die Anmodi. Und hier ist er für euch, Johann König. Und die Leute reihen voll am Rad. Dann geht hinten so das Tor auf und sie pumpen so ein bisschen Nebel rein. Und dann so nach 20 Sekunden hören die Ersten aufklatschen. Dann geht das Tor wieder zu und kommt die Moderatorin dafür und sagt, ja, tut uns leid, den Trim, wir haben am 26. und schneiden ihn dann rein. Aber wir machen direkt weiter mit dem nächsten Künstler. Aber danke mal für den. Ja, das bin ich gewesen. Ja, hat sie da so eine Anmodi zu mir, wo sie irgendwie, also ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, aber irgendwas, wo null Bezug genommen hat auf das, wo ich in dem 5-Minuten-Bit gemacht habe oder irgendwie im Vorfeld gesagt habe. Und beim Tino Bommelino hat sie gesagt, er tritt immer mit seinem Loop-Gerät auf, aber an dem Abend nicht, weißt du, so, also denke, warum muss das Publikum wissen? Das finde ich geil, bei den Deutschen hast du das mega oft. Vor allem, wenn sie sich eben nicht mit den Künstlern auseinandersetzen, dann ist es einfach so, jetzt kommt einer, ja, ich finde ihn super. Ja, genau. Guter Kollege,
Freuen Sie sich auf. Ja. So. Und das habe ich ein bisschen übernommen. Ich finde das ganze Diskutieren, bekommen die Shows, hey, was soll ich als Anmoderation sagen, bla bla bla. Ich finde es völlig überflüssig. Ich finde, sag ja immer, sag den Namen, dann bin ich schon happy. Weil der ist bei mir schon genug schwierig. Also wenn du das richtig sagst, dann ist alles gut. Weil alles andere, was du willst erzählen, kannst du ja selber erzählen auf der Bühne. Musst mal schauen, wie der Max Ickstettenbauer der Tutti Tran anmoderiert wie Comedy Central. Das ist so geil. Ja, jetzt kommt einer, ein ganz toller Kollege und so. Du merkst so. Noch nie gesehen. Ich glaube eben schon, aber ich glaube nicht, dass das seine Art von Humor ist. Weißt? Okay. Ist auch ein bisschen ein anderer Stil als das, was der Maxi macht. Ja. So wie es aussieht, wenn ich den KTV moderiere, in Thun. Das kommt etwas ganz, ganz Tolles. Ist das Künstler? Ja, Künstlerbörse. Ich bin einmal in meinem Leben dort, nein, ich bin zweimal dort gewesen. Wirklich? Also nie auftreten natürlich, weil ich mache ja Comedy. Ich bin im ersten Jahr dort gewesen, einfach an meinem Stand, wo meine Agentur dort unten dran hatte. Um mich sozusagen verkaufen, noch mit dem ersten Programm. Und bin dann einmal in so einer 10 von 10 heisst die irgendwie, wo einfach 10 Leute jeweils 10 Minuten auftreten. Ja. Und nachdem die erste irgendwie in einem Mix aus Kurdisch und Türkisch einfach 10 Minuten ein Bild angeschrauben hat und man mir das als Kunst verkauft hat, habe ich wie gefunden, das war es glaube ich für heute. Ja. Und bin wieder rausgegangen. Und beim zweiten Mal haben wir eine Nebenbörse gemacht. Das war dann in einem Restaurant nebenan gewesen, wo wir versucht haben, einfach Stand-up zu machen. Da sind also die Steffi Berger ist dort mit dabei gewesen. Dann einfach so ein paar aus dem Gundelfinger-Dunstkreis. Ich glaube, der Charlie sogar auch noch. Mhm. Wir, die früher einfach so ein bisschen Lachen machen gemacht haben, sind dort gewesen und haben das sozusagen als Alternative zu dieser Künstlerbörse, die sonst dort stattgefunden hat, haben wir der Komiker eine Plattform gegeben, dass sie Stand-up können präsentieren können. Ist beim Publikum auf mäßig Interesse gestossen. Zu Bestzeiten haben wir, glaube ich, knapp 20 Leute im Publikum gehabt und einmal haben wir unsere Viertelstunde vor zwei Leuten gespielt. Also und wirklich wie Lachen machen? Wirklich wie Lachen machen. Aber ohne Salami im Backstage. Aber ohne Salami. Und es hat keine Gummibärli gegeben, wenn es nicht lustig war. Und das ist wirklich, das ist dann der Moment gewesen, wo ich nachher auch den Austritt aus dem KTV, also aus der Künstlervereinigung gegeben habe und denen aber auch ganz klar geschrieben, hallo Leute, solange ihr Stand-Up-Comedy behandelt, als wäre es irgendwie einfach ein Genre, wo nicht unterstützenswert ist, solange zahle ich auch meine Mitgliederbeiträge nicht für den Verein und da halte ich mich bis heute dran. Ja. Bei GC bist du Mitglied? Nein. Nur Supporter im Herz. Yeah. Okay. Ja, okay. Ich kann einfach zu wenig gut Chinesisch. Das bist du zu lernen. Ja, ich befürchte es all. Ja, es läuft ja wieder super im Moment. Absolut. Künstlerbörse habe ich nie gemacht. Hast du mal Künstlerbörse gemacht? Ich glaube, ich habe einmal einen Beitrag eingereicht und habe dann so eine richtig geile Absage bekommen, wo so zwischen den Zielen durchtrifft, wir finden das alles scheiße, was genau. Sie machen, schreiben sie nicht nochmal. Aber weißt du, darum ist zum Beispiel geil, wie der Cenk zum Beispiel. Der Cenk ist so einer, der kann sich in allen verschiedenen Bereichen kann er sich bewegen. Er kann eine Stand-Up-Show gehen und es funktioniert. Und er kann aber auch so ein Hochkultur-Ding machen und das sogar gewinnen, weil die Leute dann irgendwie die Facetten sehen. Und wir kommen halt mit irgendwelchen Pimmelwitz und die Leute sagen, es ist keine Kultur, ja, es ist keine Kunst. Du bist ein guter Pimmelwitz. Aha, holst du alle ab? Nein, ist vor allem schwierig zum Schreiben. Aha. Es gibt ja schon fast alle. Das stimmt. Also, schon lange keinen mehr gemacht. Ah, vielleicht im Programm. Am Morgen geht es ja los. Ja, also bis der ausgestrahlt wird, habe ich vielleicht schon gespielt. Nein, Premiere und Dernier. Genau. Ja. Ich habe nur einen im Programm. Ja? Ja, und ich sage, ich will, dass meine Beine so schön dünn bleiben, dann sieht der Penis ein bisschen dicker aus. Das ist, ja, jeder schafft mit dem, was er hat. Ich habe gar keinen. Kein Pimmelwitz. Nicht? Mhm. Ja, es ist halt einfach so das Beispiel, man macht Pimmelwitz. Mhm. Es ist ja selten so, eigentlich. Es ist aber komisch, wenn wir Vaginawitz würden machen. Ja. Also nicht nur komisch. Gefährlich mittlerweile sogar. Unabbracht. Ist es? Gut, bei dir momentan. Du siehst wahrscheinlich mehr Vaginas als bei mir. Ja, wobei. Wenn du das eine durch hast, musst du dann auch weiter schauen. Das ist beim Frank eher umgekehrt. Was?
Ich hoffe jetzt einfach schwer, dass irgendwie du ein neues Thema in die Runde bringst. Sonst bleiben wir als primäre Geschlechtsteil. Ich finde das aber eigentlich auch ein sehr gutes Thema. Kunststraße zum Beispiel. Kunststraße? Ja, jetzt einfach zum neuen Themen-Input geben. Wie kommst du auf eine Kunststraße? Das ist einfach so unverfänglich. Ja. Stimmt, wenn du einfach mit so einem Patch Kunststraße würdest auftreten. Und dann fängst du an feilschen, dann sagst du, das ist Kunststraße. Ja, genau. Ja, aber es ist ja eben genau das. Also Stand-up als Kunstform wird ja noch nie. Also zumindest, gut, in Kulturkommissionen und so ist mir persönlich scheißegal, wenn es nicht als Kunstform angesehen wird. Yeah. Aber die Leute verstehen langsam, dass es eben nicht einfach ist, man steht mal auf der Bühne und labert ein bisschen. Aber hat eben es gebraucht. Weil, also, eben, nimmst du eine Gitarre mit, dann bist du automatisch der Musikkomiker, auch wenn du 2 Minuten von einem 20-Minuten-Set die Gitarre brauchst. Oder? Ja, aber dann haben die Leute das Gefühl, ah, schau, ich kann etwas. Nur dumm schnurren könnte ich auch, aber der kann noch Gitarre spielen. Ja, das ist wirklich so. Ja. Drum, also, ich bin dort auch mittlerweile relativ konsequent, wenn Anfragen kommen von so, eben so Kulturvereinen und Kulturvertretern aus der Gemeinde, die dann einen 50er-Saal füllen wollen, ob sie mein Programm schauen können. Dann sage ich, ja, können sie, aber sie müssen zahlen. Ja. Mhm. Erstens sind sie von der Gemeinde finanziert, können ihr euch das Billett auch leisten. Also yeah. Ihr dürft es sowieso aufschreiben. Und zweitens weiss ich ganz genau, dass sie mich nicht buchen nachher, weil sie sind schon die letzten 2 Mal schauen und haben nicht gebucht. Also zahlen sie wenigstens. Dann habe ich wenigstens etwas davon. Mhm. Ich habe von einer, die schon 3 Mal schauen. Und hat nie gebucht. Nie gebucht. Dann habe ich gedacht, wenn du es doof findest, kannst du doch nicht 3 Mal schauen. Yeah. Versteht die Logik dahinter. Und jedes Mal hat sie noch eine mitgenommen, weißt du? Ja, natürlich. Ja, ja. Sie kommen nie allein. Und sie sitzen da immer in der ersten Reihe. Und das sind ja nicht die Menschen, die Stimmung machen. So. Es ist eher so, dass sie dort sitzen und die ersten paar Minuten können sie noch kaschieren, dass sie anschießen. Das ist auch wirklich wie Kulturjournalisten ein bisschen. Und nachher fängst du eben an, also das ist zumindest mein Problem, da kann ein Saal brüllen. Und in der ersten Reihe sitzen 2 Kulturvertreter und verschränken die Hände und verziehen keine Miene. Dann fängst du an, für die zu spielen. Du versuchst dann, die zu kriegen und vergisst manchmal fast ein bisschen, wie geil das alle anderen finden. Und ich versteife mich dann manchmal total auf die und darum finde ich so, ja, zahlen wir. Nein, das kann ich weniger. Ich denke, dann kommen die anderen 3 gefällt, dass ich spiele mit dem für die. Guter Schnitt. Ja. 3 gut, 2 weniger. Ja, ich nehme es. Der Mehrheit hat es gefallen. Ja, der Mehrheit hat es gefallen. Ich habe mal eine gehabt, die hat mich einmal gebucht. Und dann ein anderes Mal hat sie mich auf einen Auftritt gebucht. Und die ist nachher dann oft immer noch schauen. Weißt du, quasi so, sich die Freiheit genommen. Ich habe die einmal für irgendein Event gebucht. Ich komme jetzt oft immer gratis deine Shows schauen. Ja, hey, hast du noch mal 2 Tickets? Hast du noch mal 4 Tickets? Mhm. Und dann ist es so, soll ich dich jetzt oft so oft einladen, bis quasi meine Gage amortisiert ist? Ja. Geil ist, die hat zum Beispiel auch, das finde ich auch toll, die hat dann auch sehr starke Empfehlungen gegeben, nachdem sie schauen und mich gebucht hat, was ich jetzt soll bringen vom Programm und was nicht. Natürlich. Für ihr Publikum. Wo überhaupt nicht ihr ist, es ist irgendein Weihnachtsessen und es sind 180 Leute. Und sie ihr gefällt einfach das mehr oder das mehr. Gut, Massenentlassung ist immer ein Problem. Weil dort hat es geheißen, du hast da so einen Witz drin über Massenentlassungen, mach das vielleicht nicht. Hat sich dann herausgestellt, weil schön aufs Weihnachtsgeschäft 2 Wochen vor dem Weihnachtsessen ein Brief gekommen ist, dass die halbe Belegschaft entlohnt wird. Das ist unschön, ja. Das habe ich genau einmal gehabt, an einem Auftritt, der wirklich nicht gelaufen ist. Und ich dachte, fuck, das ist wirklich Best-of-Material gewesen, weil ich immer funktioniert. Mm. Und nachher der Chef hinkam und sagte, hey, ist super gewesen. Ich sagte, mich dunkelt es jetzt nicht so an. Er sagte, ja gut, das hast du jetzt auch nicht mitbekommen. Weißt du, wir haben vorher eine grosse Entlassungswelle kommunizieren. Wie geil. Wirklich, literally vor meinem Auftritt. Dann dachte ich dann so, wir entlohnen die Hälfte von den Leuten, aber jetzt kommt noch ein Komiker. Aber du fragst dich auch, ist vielleicht wegen genau so Missmanagement, dass sie die Hälfte der Leute entlohnen müssen? Ja. Wenn sie nicht das Gespür haben, zu sagen, vielleicht kommunizieren wir nicht an einem Weihnachtsessen, dass die meisten keinen Job mehr haben nächstes Jahr. Bei mir ist es ein Sommerfest gewesen, aber das macht es auch nicht besser. Auch gut, ja. Weil es kriegt dann auch den absoluten Zynismus, wo die Leute automatisch, ich meine, sie haben ja keine Ahnung, wie viel was kostet. Aber ich zum Beispiel an dem Weihnachtsessen, ich durfte nicht einen Witz machen über Massenentlassungen, bin aber dort noch starker Raucher gesehen und draussen mit all diesen Mitarbeitern. Und die so,
mach mal etwas wegen Entlassung und so. Weißt du, weil ich habe mehrere Sets gespielt. Und ich denke so, fuck, ich bin jetzt wirklich, habe mich so richtig verhurt gefühlt. Ja. Weil als Komiker bist du ja eigentlich so die Stimme vom Publikum, Publikum, vom Volk, blöd gesagt. Und du lernst die gegen die da oben auf. Ja. Wir sind das Volk. Und ich, ja. Und in dem Fall hast du die da oben, die dich finanzieren. Und du musst die unten bespassen, die das aber gar nicht spaßig finden. Das ist so. Ich habe mal ein Praktikum gemacht bei der Swiss. Und dann, die haben jedes Jahr an den Fliegenden, also Stewards und irgendwie und Flight Attendants und Piloten und so, die haben immer noch so einen Bonus bekommen am Ende des Jahres. Mhm. Das ist immer so in der, es war quasi ein Drittzehntel für die. Mhm. Und wenn du Flight Attendant bist, verdienst du mega schlecht. Mhm. Also bist du wirklich auf das angewiesen. Und dann dieses Jahr haben sie beschlossen, nein, wir geben jetzt alle ein Käsebrettchen und ein Messer mit dem neuen Logo drauf. Und, aber das Management kommt nach wie vor den Bonus über. Und die Leute sind natürlich gerastet und haben dann alle ihr Käsebrettchen zurückgeschickt per interne Post zu Handen vom CEO. Und der Pöstler hat dann sich den Scherz erlaubt und hat alle Boxen direkt vor den Bürotüren aufgestapelt vom CEO. Also er ist gar nicht in mein Büro gekommen. Und das Foto von dem ist am Blick. Und dann hat es ihm vorher eine richtig fette Geschichte gegeben. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Geschichte wirklich stimmt oder ob es eine Urban Legend ist. Dass, was ich gesehen? Samsung hat mir ein Apple zahlen, oder umgekehrt? Ah, das stimmt nicht. Mit Münzen? Yeah. Nein, das stimmt nicht. Aber es ist eine lustige Geschichte. Das ist eine geile Geschichte. Also, ein von beiden hat mir dem anderen irgendeine Strophe zahlen, wegen irgendwie eine Kopie, was weiß ich, und hegt dann alles in Fünferli oder 1 Cent. Ja, wo irgendwie ein Lastwagen vorbeigefahren ist, wo das auskippt. Ja, das stimmt, glaube ich, nicht. Nein. Aber geil. Ich habe mal apropos so verschissene auf den einen gehabt, wo wirklich die Leute weggelaufen sind. Also, nach etwa 2-3 Minuten. Ja. Es war noch stehend, gewesen, das ist sowieso immer der Tod. Yeah. Und wirklich die Hälfte weggelaufen ist. Und dann habe ich von dieser Hälfte nochmal ein Drittel weggespielt mit den nächsten paar Minuten. Und bin auch wirklich total frustriert hinterher. Die Band, die vorher gespielt hat, bis zu meinem Auftritt, hat eine Stimmung gemacht, alle am Tanzen gewesen, gell? Yeah, und nachher ist irgendein Hilfspfleger gekommen und hat gesagt, so, jetzt kommt noch einer, der ist ein bisschen lustig. Das war wirklich literally die Ansage gewesen. Und dann nachher habe ich schon gedacht, das wird gut. Und dann sind die alle verschwunden und bin ich nachher wieder hinterher. Wirklich katastrophaler Auftritt gewesen. Und dann schaut mich die Band schon so an und lacht so und sagt so, und wie ist es gelaufen? Und ich sagte, ja, verschissen. Und sagt, ja, ist ja gut. Das war die letzten 3 Jahre immer so beim Komiker. Dann habe ich gefunden, okay, dann ist es meinem Management gesagt. Dann haben die dann dort angerufen und gefragt, also, ob das eine Taktik hat oder also was genau der Grund sei. Und dann haben die gesagt, nein, es ist super gewesen. Das Ding ist halt, die Hälfte sind aus dem Welschland gewesen. Die haben es gar nicht verstanden. Wo du schon mal denkst, das macht dann Sinn, einen Deutschschweizer Komiker zu buchen, wenn die Hälfte kein Deutsch kann. Ja. Und den Rest habe ich wirklich noch vertrieben mit dem schlechten Material. Aber das ist wirklich so gewesen, was dann der gefragt hat, aber jetzt machen wir das seit drei Jahren funktioniert Comedy nicht, wenn dann nicht mal einen Lohn nehmen. Also weißt, das ist wirklich, das macht ja dann keinen Sinn. Da fragst du dich manchmal schon so, ja, ist, was überlegen die? Ist der Auftritt in der Ostschweiz gesehen? Winterthur. Ja, das zählt schon fast dazu. Nein, dann noch im Garden Club. Oh! Dort bin ich auch mal hinausgegangen. Ja, ich habe mal aufgeweiht, früher. Ich einmal und ich habe es geliebt. Ja. Ich habe es richtig geil gefunden. Ich habe eine DJ-Karriere gemacht. DJ Heffel? Ja, Stefan Büssel natürlich. Ah. Verkauft meinen Namen seit Anfang an. Ja. von so 19 bis 23 habe ich praktisch alles, was ein Festzelt hat, in der Ostbeiz weggespielt. Ah. Ich habe gedacht, hast du gehört, wenn er jetzt eine Freude schon hatte, gesagt, in der Ostbeiz? Ostbeats ist schön. DJ Ostbeats wäre auch ein geiler DJ-Name für den Retro Scherben gewesen. Ostbeats aufgelegt, ja. Und Ostbeats aufgelegt. Es hat schon ein bisschen etwas von Ostbeats gehabt. Ja. Du hast einfach Top 40 abgespielt, oder? Ja, mehrheitlich natürlich schon Kommerz-Sound, aber vor allem so Partyschlager-Sachen. Und ich habe wirklich immer die Events geerbt, die der Retro Scherben nicht hätte können machen. Ah, wie geil. Hat er mir die immer weitergegeben, vom Albani-Fest bis hin zu wirklich Siebenschläfer-Party. Es hat da so Zeiten gegeben, da habe ich da bei jeder Autobahnausfahrt in der Ostschweiz einen Namen können sagen. Das war wirklich sehr gute Zeit gewesen, weil du natürlich als DJ grundsätzlich schon mal attraktiver wirkst. Plus kommst du dann in Käfer, wo es wirklich einfach sehr lange halt keine Blutauffrischung gibt. Und wenn die Frauen dort immer mit den gleichen 4 müssen sich umschlagen, dann findet so ein DJ aus Zürich dann doch eine recht willkommene Abwechslung. Und das sind so die ersten Erfahrungen mit Fame, die ich dort gemacht habe. Aber würdest du jetzt einen Übergang anbringen, wenn wir dir so 2 absolut. Und du musst, ja. Und du musst das Tempo anpassen und ja, so? Ja, das bringe ich an.
Weil es gibt ja, ich würde mal behaupten, Michaela Schäfer kann das nicht. Nein, es ist natürlich, ich sage jetzt mal, Partyschlager ist natürlich jetzt nicht etwas, wo jetzt ein Übergang wahnsinnig, wahnsinnig schwierig ist, weil die Lieder ja meistens genau eben so konzipiert sind, die haben kein Fade-out, sondern in der Regel hat es einen Hardcut am Schluss und das steigt auch direkt ein. Und dann kannst du gerade mit dem nächsten. Dann kannst du wirklich einfach gerade den nächsten hineinhängen. Hängen. Lö, lö, lö. Lö, lö, lö. Und sonst machst du den alten Reto-Scherer-Trick, wenn du merkst, dass zwei Songs nicht aufeinander passen, weil sie halt irgendwie... dazwischen sagen. Dann ist einfach, wenn der eine fertig ist, sagst du, Volare! Und dann machst du, da ist dann der nächste rein, so, ganz einfach. Das ist sehr geil. Das ist wo es zu Basel noch, also knapp am Rand von Basel, das A2 noch gegeben hat, die wunderbare... fast so gute Kopie vom A1. Ja, da bin ich auch einmal aufgelegt im A2. Jetzt sind wir mit dem Geschäft aber noch irgendwie so Happy Hour, so Scheissdreck. Im A2 hat es zwei Floors gegeben. Der Elektro-Floor, dort habe ich mal Remedy und Manuel dürfen begleiten. Bis selten in meinem Leben so voll gesehen wie dort. Und der andere Floor ist gesehen, die Hütte Gaudi. Genau, ja? Dort habe ich aufgelegt. Also, und in der Hütte Gaudi hat es aber so geile DJs gehabt aus dem Deutschen. Ja? Dir habe ich es, glaube ich, schon mal erzählt. Wo dann so tolle Anmoderationen gemacht haben zwischen den Songs. Und dann hat der eine wirklich gesagt, so, das war für die Single-Ladies Beyoncé. Und jetzt kommt ein Song vom Kinderficker, Michael Jackson. Ohne Witz, das ist eins zu eins so eine Moderation gesehen, wo wir den Ding gehört haben. Das macht mich jetzt gerade noch erinnern, wir haben damals bei Glanz und Gloria, wo der Pocher hat sich zwischendurch mal, wo gar nicht mehr gegangen ist, hat er dann angefangen auflegen in Clubs. Ja, da haben wir ihn begleitet, ist... Das gibt es gar nicht mehr. Das hat Mad Wall Street geheißt und vorher noch irgendwie anders in Horb. Horb, ja genau, bei Luzern. Und so geil, weil damals Tobi hat das müssen machen, also Tobi ist so ein Mitarbeiter bei G&G, ganz ein cooler Typ, und das müssen machen als VJ. Und es hat mega angeschissen, weil Poche ist irgendwie erst Nacht um 2 Uhr auftreten. Ja, logisch, und, ja, wenn die Leute und, richtig voll sind. Genau, und dann hat er so gefragt, ja, was kann man da machen, außer halt filmen, wie ich jetzt dort. Und dann haben wir so einen alten Ausschnitt gefunden, wo er sich lustig gemacht hat, der Pocher, über Scooter. Und wir haben dann quasi gesagt, sie machen da jetzt genau das Gleiche, oder? Und das ist voll richtig geil geworden, dann der Beitrag. Das hätte aber auch gut können, oder? Ja, natürlich. Ja, also, das ist ja eh, weißt du, dem kannst du alles am Kopf rühren und da kommt ein Spruch zurück. Das ist schon cool. Ja. Aber das ist ganz schlechte Musik. Aber jetzt hat er wieder einen Höhenflug. Ja, weißt du, es geht immer so wellenartig. Der hat jetzt seine Karriere zum dritten Mal richtig reanimiert. Ja. Das ist krass. Also wirklich. Respekt. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Ich finde es zwar mittlerweile das meiste nicht mehr lustig, aber ich bin ein riesen Pocher-Fan gewesen. Also ich so wirklich Fanboy von erster Stunde, als Jugendlicher immer Rentenpocher geschaut. Das ist bis heute mein Traumformat, würde ich selber am liebsten machen. Ich habe wie oft schon alles jetzt gesehen, irgendwie. Der Pocher hat das mal im Interview gesagt, es sei wie egal, was er gesehen im Fernsehen. Ja. Bei allem denke ich, ja, das habe ich auch schon gemacht. Ja, eben. Und das hat schon etwas. Ja. Das hat wirklich etwas. Also irgendwann hast du jeden Job mal durch. Und vor allem, ich meine, es ist ja auch genau aus dem Grund lustig gewesen, weil er hat eigentlich bei jedem Job, den er hat müssen machen, hat er sich ja jegliche Klischees bedient. Das stimmt. Und wenn du das dann gemacht hast, dann hast du es durch. So. Ja, im Deutschen gebe ich dir da recht. Der einzige Vorteil, den wir in der Schweiz haben, da ja die Unterhaltung lange Zeit komplett nur über SRF gelaufen ist, in der Schweizer Fernsehwelt. Das ist jetzt eine Frechheit, was das heißt. Ja, also im grossen Maß ist es lange Zeit nur SRF gewesen. Und da die das meiste, die gut waren, auch verschlafen haben, könnte man heute Rentenpocher machen und die meisten Schweizer würden sagen, ah, das ist aber noch geil, das ist noch eine gute Idee. Also von dem her ist es so wie, ja. Gut, weißt du, was würde funktionieren? So eine Wandersendung oder so? Das meinst du, einer, der das Zeug wandert? Mhm. Nein, das schaut doch niemand. Ja, vielleicht noch mit einem Hund oder so. Ja. Ich glaube, 3 Plus würde so etwas mal machen. Ja. Also zwei Typen, die um die Welt reisen. Das wäre mal so etwas Neues. Das wäre auch eine Idee. Ja. Ach, mit dem Zuccolini könnte man das doch machen. Oder? Der Zucker wäre super für das. Ja. Ja, der Zucker wäre eh gut. Der wäre zum Beispiel gut wegen so einer Quiz oder so. Ja. Ja. Du meinst so, vielleicht sogar viel Geld gewünscht, so 1 Million oder so. Mhm. Ach, das fände ich. Devi, definitiv. Das war der Rindersbacher, der das gesagt hat. Damals. Das ist von meinen. Wirklich? Ja. Devi, definitiv. Mein Vater hat dort mal mitgemacht im Promi Wer wird Millionär, wo es noch beim René war. Ja. Und ich bin einer von seinen 3 Joker gesehen. Und zwar beim Telefon-Joker darfst du mehrere Leute angeben. Und er hat gefunden, für alles so Popkultur-Schissel nimmt er mich. Und dann haben sie gesagt, du musst 3-mal Leute hören. Weil das ist die Zeit, wo dann in der Sendung geschwätzt wird. Wem rufen wir an? Und dann hörst du hinterher schon «Büüüp, büüüp». Und ja, was ist deine Beziehung? Warum weiss die Person vielleicht die Antwort? Lalala.
Und ich bin am Nachmittag, wo halt Aufzeichnung siehst, bin ich so daheim gehockt und so vor dem Festnetz gewartet. Irgendwie läutet es. Und das ist so schlimm, weil es läutet und du willst abnehmen, aber du darfst noch nicht. Ja. Dann warte ich so. Und dann nehme ich ab und dann ist irgendeine so dumme Redakteurin. So, ja, hallo, da ist die Laura, du, dein Vater hat ja Brandes genommen. Und mein Vater hat mir dann erklärt und gesagt, ja, los jetzt, es ist die zweitletzte Frage und ich glaube nicht, dass du weißt, wo der Albert Einstein studiert hat. Und wie viel Geld hat er dann gespielt? Ja, es ist ja das Promi, drum ist, glaube ich, nur, der Hauptgewinn ist gesehen, 250'000. Ja, aber immerhin. Und er ist eben bis zur zweitletzten gekommen, die hat er noch gemacht. 125 dann, oder? Genau, 125'000. Oh, Pocher hat ja mal 1 Million geholt, oder? Gespendet. Ja, Pocher hat mal 1 Million geholt. Weil er hat müssen. Wo ist das an? Das weiß ich jetzt ja. Ganz ehrlich nicht. Ich habe das kürzlich mal auf dem nicht ORF zum gesehen. Auf dem ORF heisst die Millionen-Show. Ja. Und die haben aber so ganz komische Stückchen, weißt du, von den Beträgen, die du gewünscht. Das ist irgendwie die ersten 8 Fragen und du bist erst auf 10'000 und nachher macht es riesige Gümpf. Das ist auch komisch. Gut, das ist ja geil bei Deal or No Deal. 5 Rappen oder wie viel? Ich glaube, was ist der höchste gewesen? 250'000 oder irgend sowas. Also rechte Betrag. Und das... Habe ich nie geil gefunden, das Format. Komisch, viel zu viele Frauen. Nein, nicht mal weg. Es ist einfach... Ja, keine Ahnung. Ist mir zu wenig passiert in dem Ding. Ja. Es hat also, vom Roman gelacht. Gerade wollte ich sagen, ohne Roman hätte ich es auch nicht geschaut. Weil ich habe es mal gesehen im Deutschen mit dem Guido Kanz oder so. Habe ich mir jetzt nicht müssen geben. Ja. Nomen ist Nomen, oder was? Nein. Ich finde einfach nichts, was Guido Kanz macht, lustig. Aber es scheint noch ein netter Typ zu sein. Ich habe mal so eine Sendung gesehen, wo er beim Hirschhausen ist. Ich glaube, ganz okay, aber lustig finde ich nicht. Das ist auch so ein Karnevalstyp, oder? Der macht da, jede Fasnacht wird noch mitgenommen. Wahrscheinlich. Er hat für mich so wenig Profil. Aber das ist ja eben dann wieder gut für so Sendungen. Da kannst du ihn auf die Haben die das früher geschaut? Das habe ich richtig geil gefunden. Die Glücksspirale auf Sat.1 mit dem Kai Pflaume, wo immer Leute haben müssen ihre Phobie bekämpfen. Aha. Und dann haben sie Geld für das bekommen. Das ist so ein Sofortpreis. Ich denke, das war so richtig so eine, geil gewesen. Du denkst, so ein Schwangerschaftslotto. Die Glücksspirale zum Schauen. Verhebt sie nicht. Nein, das habe ich nie gesehen. Das war richtig geil gewesen. Pflaume hat damals bei Sat.1, der hat ja nur die Liebe zählt und dann irgendwie diverse so Game-Formate. Kai Pflaume war diese Woche in Rappi, auf dem Riesenrad. Also jetzt, wenn das ausgestrahlt wird, ist es ewig lang her, aber ich bin sehr stolz gewesen, dass der Kai Pflaume in meine Heimatstadt gewagt hat. Oder auf geschafft. Auf dem Riesenrad? Sie haben das Riesenrad aufgebaut am Hafen, weil irgendwie Weihnachtsmärkte dürfen sie nicht wegen Corona, aber es gibt jetzt ein Riesenrad. Und das geht mit Corona? Ja, weil es hat kein Fenster. Also quasi, du hast ein Fenster in der Mitte, eine Trennscheibe. Ja eben, das ist glaube ich das andere Problem. Aha, so kein Fenster, also es hat Löcher? Es hat einfach Löcher und windet durch. Ja, es ist aber einfach einfacher zum Rauskumpeln. Ja, ich glaube, ja gut, also da gibt es wahrscheinlich eine einfachere Methode, als dann ein Riesenrad auszuwählen. Ja gut, beim Hotel kannst du nicht mehr. Beim Hotel hast du immer, die Türe vom Fenster geht ja meistens nur so ein bisschen auf, am zweiten Stock. Weiß ich gar nicht, in meinem 5-Sterne-Hotel, wo ich bin, ist es... Es ist immer alles voll klimatisiert, kannst du gar nicht auftun. Nein, oder? Kannst du gar nicht auftun. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Weil ich habe gerne irgendjemand an einem Fenster. Aber ich kenne das natürlich auch, die 5-Sterne in Thailand, 80 Franken pro Nacht, das ist schon... Das ist ja, wir haben ja extrem aufs Budget schauen, wo wir die Balkanreise gemacht haben fürs SRF. Ja. Da haben wir wirklich nicht allzu viel Budget gehabt. Und meistens hat eine Übernachtung irgendwo im Balkan pro Person so zwischen 15 und 20 Franken gekostet. Und das war dann schon ein 4-Sterne-Hotel gewesen. Und dann hat es manchmal aber auch nur ein 2-Sterne-Hotel gehabt. Und das ist dann wirklich eine Challenge gewesen. Weil das sind teilweise auch Zimmer noch nicht fertig gewesen. Also, das Zimmer kam bis zur Hälfte, ist der Boden gemacht gewesen und der Rest vom Zimmer war noch so der rohe Verputz gewesen. Und da einfach so halt dein Zeug wie nicht können anstellen. Und teilweise bist du auch gekommen und dann hat die Dusche, sind da gerade 4 Spinnen entgegengekommen und so. Und es ist wirklich ganz, ganz eine schöne Zeit gewesen. Und am Schluss, wo wir in Pristina gewesen sind, haben wir gesagt, gut, wir haben noch ein bisschen von dem Budget vorig. Jetzt können wir uns ein 5-Sterne-Hotel in Pristina leisten, wo dann tatsächlich, glaube ich, irgendwie 80, 85 Euro oder so gekostet hat. Und sage ich mal, bei uns wäre es maximal ein 4-Sterne-Hotel gewesen. Aber dort war das der Luxustempel gewesen. Und es war so schön gewesen, nach in 2 Wochen Reise, können in dem 3 Tage in dem 5-Sterne-Hotel sein, wo einfach, ja, dich irgendwie wirklich entschädigt hat für alles, was vorher gekommen ist. Gut, was wir auch schon mal angeschnitten haben, wir sind mal in Lorette
sind wir mal in einem 4-Sterne-Hotel. Rettelmar. Ja, oh, und in Lolle, ja. Ein 4-Sterne-Hotel ist, ohne Scheiß, einfach wirklich knapp eine Matratze. Und der Whirlpool ist einfach eine Woche nicht gewechseltes Wasser. Ja, ja, und in der Badewanne ist Kotze noch schnell weggespült worden. Wahrscheinlich, ja. Gut, nach und sicher. Ah, Lorette. Aber ja, ist das direkt, also das machen wir so direkt. Nein, wir nach sind, dem KV oder so, wenn man irgendwie 18, 19 ist. Ja, wir sind 19 gewesen. Ich bin auch 19 gewesen. Ja. Und mit dem schon 3 Jahre zu alt. Ja. Ja. Und leider. Zu wenig Latino. Ja, das ist dort noch gegangen, weil du so mühsam in Österreicher gehabt. Dann bist du als Schweizer bist fast noch easy gewesen. Ja. Ah, ja, dann Glück gehabt. Bei uns ist, wir sind natürlich auch mit der Vorstellung dort hin. Nimmst mal eine gute Packung Kondom mit. Braucht haben wir nie eins. Kann man für einen Spoiler Alert. Weil, ja, du bist dann halt wie so der 5., 6. in der Reihe, wo bei einer ansteht. Und irgendwo vorne dran hat es immer einen Latino, wo es dann schwach werden. Und das war ja relativ frustrierend. Ich war mit Sascha Wander. Das hast du das letzte Mal erzählt. Ich habe das auch da erzählt, ja. Eben darum ist das so ein bisschen... Ich hätte mich auch sehr gefreut, dass du das erzählt hast. Ja, ich habe die guten Sachen nicht erzählt. Ich habe jetzt gerade gedacht, man hat nie eins gebraucht, weil... Wenn du zahlst, meistens haben sie dann eins. Das ist nicht im Schiss mit drin. Das ist nicht im Budget gewesen. Ach so. Nein, eben, wenn du Florett gehst, dann kannst du das nicht leisten. Nee. Wir sind direkt auf Mallorca und das ist das Gleiche, weißt du? Also, nein, Mallorca ist Kobene. Mallorca ist also schon ist fast bei den Kobene. Ja, okay. Ja, vor allem, du kannst dort noch etwas anderes erleben. Lorette ist wirklich einfach nur Asi, ja. Asi-Tempel. Mhm. Und Mallorca, abgesehen von Ballermann, ist eh mega schön. Ja. Und auch im Ballermann hast du noch lustige Ecken, die nicht so übertrieben übel sind. Wie heisst das denn? Magaluf oder so? Magaluf. Magaluf, wo die ganzen Engländer hingehen. Oh. Wir haben einen Abend so einen Partybus zur Tour mitgemacht. So. Das ist, weißt du, was die an einem Abend fahren, die irgendwie ja. 3 Discos. Und die letzte und ist, Boot. Ja, die letzte ist aber das Pascha und da kommst du gar nicht rein, wenn du knütteldicht bist, weil das ist so ein bisschen Kobe. Und weißt du, die erste war so eine Grossraumdisco, wie BBM oder BBC oder irgendwie so. Ja. Und dann hat die so eine Walliser Reiseleiterin gewesen, hat noch gesagt im Bus, ja, jetzt müssen wir noch richtig saufen, da ist noch Flatrate, nachher kostet alles. Hey, und die Engländer haben sich so abgeschossen, wir sind glaube ich nur 90 Minuten da gewesen. Und dann haben diverse Leute im Bus gekiesen und dort habe ich auch zum ersten Mal gesehen, in Mallorca hast du alles können piercen lassen. Mega viele haben da im Nacken hinten so ein Ding gehabt oder da, durch das Hütchen zwischen Daumen und Zeigefinger, wo du denkst, wer braucht dort das Piercing? Wer piercet eigentlich? Body Deformation. Ah, ja, wie nennst du das? Wirst. Ich hasse es. Ja. Und du hast auch gesehen, wie sich das alles entzündet, weißt du, im Nacken, so die Mischung aus Sonnenbrand und neuem Piercing. No, und vor allem noch schön viel Alkohol im Blut. Ganz schlimm im Fall. Magaluf. Innen desinfiziert wahrscheinlich. So. Magaluf. Ja. Magaluf habe ich mal gesehen, es hat so eine Sendung auf BBC oder Sky oder wie heißt der andere? Channel 4 wird Channel das gewesen sein. Channel 4. Ja. Das ITV. 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 Wahrscheinlich ITV. Irgendwie Holidays with my parents oder irgendwie so. Kennt ihr das? Nee. Das geilste Konzept ever. Und zwar machen sie so wie Jersey Shore oder Jung, Wild und Sex oder was weiß ich. Einfach wir begleiten Junge, wie sie Partyferien machen. Der grosse Twist ist aber, dass die Älteren mitreisen und mit versteckter Kamera und zum Teil im Nebenraum und was weiß ich, die ganze Ferien mitverfolgen. Ah, aber die wissen das nie. Und die Kinder wissen es nicht. Oh, und am Schluss gibt es die große Konfrontation. Ja. Und ich habe eine Folge gesehen, es sind immer zwei. Ja? Und dann ist es ein Mädchen, weißt du, irgendwie 15 oder so, indischer Abstammung, ihre beiden Eltern, recht konservativ. Oh, ja. Und also eine richtige... Frag mich nicht, Bristol-Kant und seine Eltern. Ja? Und die sind immer zusammen, die Eltern sind immer zusammen in einem Raum, weißt du, und dann wird eben so ein bisschen geschaut, oder? Und dann, ohne Scheiß, dann sitzt sie links in einem Pub und dann hat das indische Mädchen ein Top an, wo du ganz ein bisschen vom Bauch siehst. Und die Eltern finden es schon richtig scheiße. Weißt du, die sind wirklich so, oh my God, warum macht sie das? Und das haben wir ja nicht erlaubt und das ist ja ganz schlimm. Nein, wie die sich anlegt und was sie da für Blick auf sich zieht. So. Der Typ von Bristol hat nach 2 Stunden so einen in der Fresse gehabt, dass er draussen einen Dohlendeckel anfangen hat zu vögeln. Und zwar... Was? Richtig. Er hat die Hosen runtergelassen. Nein. Mit einem blutigen Arsch hat er gefunden, da sehe ich ein Loch, ich stecke jetzt mit Ding da drin. Und dann siehst du so die indischen Eltern so... Das ist, glaube ich, okay.
Wir sind zufrieden. Ja. Können wir, lass den Buch. Haben wir das Format gesehen in Australien? Das ist recht geil. Dann sucht man so ein mega Assi-Paar und dann schickt man die Frau, also jetzt sind sie quasi verlobt, und dann schickt man die Frau in so ein Wellness-Retreat und ein Mann gibt mir irgendwie $5,000 oder $10,000. Für die Hochzeit? Ja, für die Hochzeit. Er muss die Hochzeit organisieren. Das gibt es auch bei den Engländern. Ah, wirklich? Das ist so geil. Und weißt du, der Typ hat irgendwie, als erstes ist er in Stripclub mit seinen Kollegen und ist irgendwie die Hälfte von der Kohle schon weg gewesen. Dann hat er online ihre will ein Brautkleid bestellen und hat gemerkt, wenn es rot ist, kostet es viel weniger als weiss. Dann hat er einfach so ein rotes bestellt, wo urnuttig und wüst ausgesehen hat. Ey, so schlimm im Fall. Wirklich. Und so Catering ist dann einfach so riesen Alu-Ding, weißt du, so die Wegwerfgeschirr und so, so geil. Hey, dort habe ich auch schon Folgen gesehen, es ist wirklich krass, weil der Mann muss einfach das ganze Budget halt handeln, oder? Ja. Und das Geile ist, sie schneidet immer hin und her zwischen zum Beispiel, eben wegen dem Brutkleid, schneidet sie hin und her, weil die Frau, die geht, weißt du, mal ein paar Kleider anprobieren mit ihrer Kollegin, oder? Und sie sagt, oh, das fände ich toll und das war ja mein Traum. Und dann siehst du so die Gegenüberstellung. Und aus dem Aussuchen. Ja. Und wirklich, das eine Mal sind sie am Schluss in so einem Diner, weil sie einfach keinen Stutz haben. Und sie schafft das Hochzeitsessen ist in einem Diner und sie flennt nur, oder? Und er findet es so halb schlimm und sagt, hey, ist doch alles okay. Wir haben ja uns. Ja, wirklich. Komischerweise langt das dann meistens gerade nicht. Bei einem Hochzeitsfest schwierig. Ich habe ja auch mal eins geplant. Kannst du mir sagen, wie weit sind wir in der Planung gewesen? Weit. Wirklich? Ja. Also schon Geld weg gewesen, wo... Ja. Also der Flug auf Malle habe ich noch nicht gebucht gehabt. Ja, knapp aber. Yeah. Ja. Wir haben wirklich dann im letzten Moment dann noch informiert. Also wir hätten jetzt eh müssen uns ja anschieben. Aber nein, wir haben also Location gehabt. Was, wieso? Das war ja noch kein Corona gewesen. Nein, aber aus anderen Gründen. Aha. Und ja. Also at Location hat Troubles gemacht und alles. Und ist eigentlich alles aber fix gewesen. Und schon, wir hätten schon gewusst, welche Salami das wir nehmen zum Vorspeisen. Aber Destination Wedding ist immer gut, oder? Weil dann braucht es... Hätte jetzt Mallorca geheiratet. Ja, aber dann braucht es wie ein FO von den Leuten überhaupt dort anzugehen. Genau. Ja, das macht die Liste auch automatisch gerade schon kleiner. Eben. Das ist immer noch gut. Ja. Ja. Musst du noch das Telefon abnehmen, Joel? Ich habe gerade geschaut. Nein, es war nicht der Charlie gesehen. Ah, wäre aber auch lustig gewesen. Ja, wenn es der Charlie gesehen war, dann hätte ich schnell abgenommen. Ja, aber zu Recht. Alles andere lassen wir jetzt weg. Für den Moment. Ja, ja, Hochzeitsplanung. Sogar Geld verloren. Pff. Ja, das ist ja nicht das Entscheidende. Nein, aber halt auch noch. Ja, aber dann ist alles in Ordnung. Was bekommt man für so einen Ring auf Ricardo? Brauchst du noch einen? Nein. Ja, wir haben sofort von Piercings gehabt. Ja. Nein. Egal. Ich habe ihn bis jetzt nicht verkauft. Ah. Nein. Gut, ist wahrscheinlich auch schwierig, weil irgendwas graviert ist oder so. Das müssen wir vorher noch raus. Nein, das ist nicht. Ah. Also, das ist ja nur der Verlobungsring. Das ist ja noch nicht der Hering. Aber ich habe es wirklich komisch, wenn ich das jetzt online verkaufe, finde ich es ja recht komisch. Nein. Was noch easy war, irgendwie, weiß nicht, ob man das macht, aber irgendwie einschweißen und etwas Neues daraus machen, wo dann irgendwie jemandem etwas Tolles. Ja. Ich glaube, ich würde es jemandem verkaufen, wo so, es ist ein schöner Ring und wenn, dann müsste es jemand wie haben. Ich würde es gerne jemandem geben, der sich es nicht leisten kann, sich so einen Ring zu kaufen. Ja. Der aber mega fest verliebt ist in seine Partnerin, die eine geile Beziehung hat und sagt, das ist der Mensch von meinem Leben. Und ich bin 1000% sicher, wenn so jemand kommt und sagt, hey, ich habe leider nur 1000 Franken, dann gib ihn. Ja. Oder sehr teuer verkaufen und spenden. Ja. Das ist die andere Möglichkeit. Aber das ist so, ja, dann verkaufst du ihn mit deinem Namen. Weißt, yeah, so. Yeah, das finde ich, es hat ja dann gleich eine persönliche History. Yeah. Weißt, also, es ist ja nicht einfach etwas, wo, ja, es ist ja nicht ein PR-Gag gewesen. Nein. Es gibt in der Schweiz recht wenig, so die Promi-Auktionen. Das ist ja krass, wie in Deutschland gibt es ja konstant so Zeugs, wo irgendwie jetzt Nacht mit dem Büsser. Frank zeigt das Rabbi. Macht ja Ding. Glanz und Gloria macht das jedes Jahr da beim Adventskalender. Mhm. Ja, aber es ist nicht das Gleiche wie effektiv Menschen hocken in einem Raum. Also jetzt nicht wegen Covid, also, aber grundsätzlich. Sonst hocken sie in einem Raum und meistens sind ja die Leute dann auch dort. Also weißt du, es ist ja dann wirklich so ein riesen Gala-Event, wo du leidest, du dort gehst essen, zahlst irgendwie schon mehrere hundert Stutz und dann eben, machst du noch, weiss nicht wie oft, deine Kelle auf, zum was weiß ich gewinnen, oder? Mhm. Und ich finde es immer erstaunlich, dass sogar irgendwelche riesen Hollywood-Stars Zeugs machen, wo ich dann immer so ein bisschen den Sicherheitsaspekt hinterfrage. Oh, weißt du, wenn du mit, also Entschuldigung, mit dem Brad Pitt geht's Nacht essen,
mit dem sind irgendwie schon Frauen eingestiegen in seine Hütte und haben sich in sein Bett gelegt. Ja, aber also, sag jetzt mal, für ein Nachtessen mit dem Brad Pitt musst du ja mindestens ein 100er oder 200.000 anlegen. Ja. Und einer, der 200.000 anlegt und mit dir gutes Nachtessen, wird dich wahrscheinlich nicht abstechen. Ja, das stimmt. Wir haben mal ein Ding verlost. Cornelia Bösch heisst die so, die, wo ja. 10/10. Tagesschau. Tagesschau, genau. Mhm. Und hat sie müssen bei einer Familie. Sie haben den verlost. Also, versteigert. Sie ist jetzt nicht im Tagesschau. Versteigert. Und dann hat sie müssen bei einer Familie Altpapier bündeln. Und es ist so trümmelig. Also, der Beitrag findet ihr noch online. Weißt du, der Typ, also, es ist so ein mega Bünzling gewesen, den sie gebucht hat. Natürlich. Und der hat Altpapier. Weißt du, es sind etwa 6 Zeitungen gewesen und 2 Heftchen. Schon so schön angelegt und mit der Schnur nebendran. Und eigentlich ist es halt einfach darum gegangen, Goni Bösch kennenzulernen, oder? Ja, ja. Und dann ist die ganze Familie dort gesessen auf dem Sofa. Und dann sagt er so: Ja, das ist mein Sohn. So und so, das ist meine Tochter, so und so. Ja, und das ist noch meine Frau. So, also, wenn so gefällt, wie das jetzt ist, dass Goni Bösch da das Altpapier. Ja, also für mich geht ein Traum in Erfüllung. Du hast wirklich so gemerkt, er könnte jetzt sterben. Er ist so glücklich. Ich. Das ist richtig creepy gewesen, weißt. Und sie hat dann noch versucht, so ein bisschen Smalltalk und so, aber es ist alles sehr creepy gewesen. Altpapierbünzli. Altpapierbünzli. Ich habe eigentlich mit müssen, wo der, wie heißt der, was Einstein moderiert? Tobias Müller. Müller, genau. Yeah. Der ist auch gebucht worden als Verkäufer bei so einer Küche, bei so einem mega teuren Design-Küche-Studio. Und dann, das ist aber an dem Tag gar nicht offen gewesen, die haben das zugemacht, quasi für die Dreharbeiten, und haben eine Fake-Kundin organisiert, die dann so da hat, als ob sie jetzt die Küche würde kaufen. Und er musste so ein Verkaufsgespräch. Und spätestens dort haben wir gemerkt, ah, oh fuck, die nehmen das halt rein als PR-Anlass, oder? Ja, natürlich. Und das ist für uns alle, ja, es ist im Fall so schlimm gewesen, das dann zu schneiden, dass es irgendwie nicht so... Das Logo nicht gesehen ist. Ja. Ich habe einmal mitgemacht bei dem Glanz und Gloria Adventskalender. Ich auch. Und habe einen Privatauftritt versteigert. Mhm. How dumb can you be? Ja, ich habe doch nicht überlegt. Aber hast du dann noch müssen quasi Jahr einen Beitrag gewesen. Daraus machen? Nein. Ah, immerhin. Nein. Sie haben gedacht, nein. Und zwar, das ist so eine Verarsche gewesen, weil logischerweise hat keine Sau für mich irgendetwas spotten. Das heisst, es hat dann einer irgendwie 300 Stutz gespendet. Für dass ich an seinem Geburtstag auftrete. Das ist ja dann schon nicht mehr ganz so ein Privatanlass, sondern es sind fucking 40 Leute gesehen in einem Tenniscenter. Und hat man was erzählt, ein Ausverkauf für dich? Für mich, ey. Mit einem Solo, würde ich sagen. Und dann hast du gemerkt, da hat man dann auch erzählt, ja, weißt, letztes Jahr habe ich da gebucht und habe ich da, das ist ein Kollege von mir und so. Und dann habe ich so gefunden, eben, das ist jetzt nicht ganz die Idee gewesen, sondern es ist mehr die Idee gewesen, ich komme mal irgendwie zu euch ins Wohnzimmer und so. Ja. Und das Geile ist dann aber gesehen, wo er dann gesagt hat, aber so, ey, das ist jetzt richtig geil gesehen, ich glaube, ich buche die einmal normal, ja. Was verlangst du normalerweise? 400 und, Franken. Nein, und das ist lang her, das ist etwa ein Drittel von dem, was ich jetzt verlange, ja. Mhm. Und haben das dann gesagt, was? Ja, nein, das ist ja Frechheit und so. Durch das habe ich dann auch gemerkt, dass sein Kollege zum Beispiel für sehr gute Dumpingpreise auftritt. Weil das finde ich nicht mehr so eine Gratwanderung. Der ist trotzdem, der hat Geld verlangt. Ein guter Kollege von ihm, der hat Geld verlangt. Ja. Und ich immer so denke, entweder machst du es dann gratis oder machst du für den Normalpreis. Genau. Oder? Ja. Aber ja. So, ich kann vorher schon mal eine Pause machen. Machen wir schnell eine Pause. Musst du rauchen, oder? Nein, aber schnell Getränke und Nachdingsle. Ah, oh, wir haben Getränke über da. Ja. Dann wir lüften wegen der Aerosol. Und das auch. Boom. Zurück von der Pause. Yeah. Getränk aufgefüllt. Yeah, beim Büssi und bei mir. Muss man es eigentlich wegstellen, dass man nicht sieht, was es ist? Nein, das ist ja so wurscht. Man kann noch Gratiswerbung. Solange wir nicht gerade aktuellen Sponsor haben, kann man auch jetzt Gratiswerbung machen. Ah, oh, ist das, was du im Haus 1 immer getrunken hast, was so abartig viel Kohlensäure hat? Mm. Nein, das ist wieder ein anderes, oder? Das ist Mate, das andere ist Kombucha. Ach so, das genau. Das heisst wie ein englischer Kollege. genau. Kombucha heisst wie nichts, glaube ich. Ja. Kombucha liebe ich. Ist doch ein Land. Ja. Und eine Massagetechnik. Ja. Wirklich? Nein, natürlich nicht. Lomi wäre das. Also erzähl jetzt von dem Ding. Ja, es gibt nicht groß zu erzählen. Ach so, okay. Aber das ist das, wo irgendwie... Mate ist Mate-Tee. Genau, wo man nachher wirklich einen Tag lang im Bett steht. Oder? Ja, bei mir längst für 5 Minuten. Okay. du erzählst es am falschen. Der Frank hat keine Ahnung von Tee. Er hat mir netterweise angerufen, bevor wir den Podcast aufnehmen, und gesagt, du, ich würde noch schnell in Starbucks gehen und uns etwas mitbringen. Was willst du? Und er hat gesagt, ein Chai-Tee-Latte. Und was?
Noch nie gehört. Nein, ich bin vor allem erschrocken, wo du gesagt hast, Venti. Das kostet sicher 15 Stutz. Nein, aber 58. Okay. Ja, ja. Das für Zürich-Verhältnis. Starbucks in Zürich ist ja fast wieder günstig. Das stimmt, ja. Du willst auch sonst für irgendeinen Tee so viel zahlen. Also, Mate ist Mate-Tee. Das eben dort richtig schön viel Koffein reinknallen. Und Kombucha ist so fermentiert. Irgendetwas fermentiert. So. Aber ich glaube beides. Ah nein, das da ist aus Südamerika, oder? Ursprünglich. Ja. Andere ist aus Asien. Genau, der ist aus, ja, whatever. Nach Fairtrade-Standards. Am wirksamsten für ein gutes Aussehen ist immer noch Charité. Ja. Und vor allem, das ist, Mate ist grossartig zum mit Wodka mischen. Da habe ich früher ultimative Abstürze gehabt. Und du weißt noch nicht, wenn mal mein Kollege gesagt hat, vorher habe ich so gesagt, hey, ich weiß auch nicht. Weißt, du kannst, ohne Scheiß, du kannst den Wodka fast nicht schmecken, wenn du in eine Mate reinmischst. Weil du das meistens direkt ins Fläschchen schüttelst noch, so, oder? Und ich hatte es schon gehabt, dass ich, der Kollege holt, geht muss, ich so, ey, da ist noch kein Wodka drin. Dann ist er nochmal nachfüllen. Weißt, so. Und irgendwann hat sich herausgestellt, ah doch, es ist schon Wodka drin gewesen. Irgendwann ist es neben Wodka mit Mate. Genau. Und dann sage ich etwas dem Kollegen, ich sage, Alter, irgendetwas in dem Wodka Mate macht mich immer so ultimativ besoffen. Und dann sagt er, ich glaube, es ist nur Wodka. Macht das Sinn, ja. Du bist eigentlich beide, die sind nicht so Trinker. Also du hast, glaube ich, eh nie so richtig gesoffen. Und der Büssi trinkt einfach so. Nein. All halbes Jahr mal. Ja, ich bin ein exzessiver Mensch, grundsätzlich. Mhm. Bei mir ist es so, ich habe kein Problem, zwei Wochen nichts zu trinken, alkoholtechnisch. Ja. Aber ich kann nicht ein Bier trinken. So. Ja. Also entweder sind es 8 oder es ist krass. Ja. Das ist so ein mein Problem. Außer ich habe das Auto, dann sind es nur 7. Ich habe beruflich 5 Jahre lang 6 Güppli pro Woche müssen saufen. Das war, also pfff. Das ist doch ein guter Oben. Aber das ist einfach krass, wenn du wirklich... Und wenn dann so, ist erst 10 gewesen. Ja, wenn du an viele Events gehst pro Woche, wie da einfach eins zunimmst. Weißt du, überall mit so Häppli, das ist nie etwas Richtiges, dann suchst du immer noch 2-3 Güppli, dann nimmst du einfach innerhalb von einem Monat, nimmst easy 2-3 Kilo zu. Wobei Güppli sind ja jetzt nicht das, was am meisten auf die Hüfte knallt. Nein, aber frisst du nachher mehr. Okay. Bei mir ist es umgekehrt gewesen, weil ich früher halt immer so grusige Mischgetränke gemacht habe mit viel Zucker und so. So Wodka, Tonic, Red Bull, bla bla. Hast du dann auf einmal deutlich weniger Zucker in dir, wenn du einfach den Champagner suchst? Aber hast du das Gefühl, du verdrehst jetzt Alk schlechter wie früher? Weißt du, so ab 30 kippt es ja. Ja. Es ist ja eine gewohnte Sache. Ich habe früher einfach viel mehr getrunken. Das heisst, wenn du dann mal trinkst, boah. Beim Lockdown habe ich gemerkt, ich kann schon noch richtig voll werden. Ja. Aber die Regeneration geht einfach länger. Das ist es. Der Alkohol verträgt immer noch gleich. Auch das glaube ich nicht einmal unbedingt. Ich behaupte, für mich ist das also ein bisschen einfach so, man sagt sich das gern. Ja? Früher bist du einfach ein bisschen leichtsinniger gesehen. Dann hast du einfach gefunden, es geht schon. Aber ich meine, wo ich noch in der Versicherung gesehen bin und noch wahrscheinlich ziemlich verladen bin, zu arbeiten, das ist einfach etwas, in meinem Fall, weil ich selbstständig bin, weil ich mir irgendwie bewusst gemacht habe, was wollte ich auf der Bühne, was wollte ich sonst, wollte ich das halt einfach nicht mehr. Aber früher war es mir auch scheißegal gewesen, weil ich halt einfach für irgendetwas anderes geschafft habe. Ich meine auch noch Energy. Ich habe noch ein bisschen einen anderen Zugang gehabt, als wenn es dann auf einmal eben dein eigenes Business ist. Das merke ich auch immer, wenn ich mit Menschen schwätze, die immer nur angestellt sind, die haben auch ein bisschen einen anderen Bezug zu der Arbeitswelt, ja, und fühlen sich sehr schnell ungerecht behandelt und all das Zeugs. Und ich glaube darum auch, ich glaube nicht, man regeneriert viel länger. Ich habe mit 17 einen zweitägigen Kater gehabt. Das habe ich nie mehr in meinem Leben. Das war wahrscheinlich das Schlimmste, was ich jemals gehabt habe. Es war wirklich einfach, es ist mir scheiße gegangen und am nächsten Tag ist es mir immer noch scheiße gegangen. Habe ich dort so viel mehr gesoffen? Ich glaube es nicht. Wann hast du richtig fette letzte Absturz gehabt? Ja, was ist so der richtig fette Absturz? Also während dem Lockdown bin ich einmal recht voll gewesen, wirklich. Da habe ich halt 3-4 Whisky habe ich getrunken und Whisky macht mich komplett weg. Alles andere kann ich immer so ein bisschen pegeln, aber das ist... Ich weiß aber, dass an deinem 30. habe ich einen richtig guten Absturz gehabt. Ja!
Yes, es geht, ja. Und zwar. Das ist also wirklich Baschidesk. Dort weiß ich ja nicht mal. Aber da bin ich dann irgendwann auch verschwunden, weil sonst wäre es peinlich geworden. Ist das oder peinlich? Jetzt will ich nichts sagen, bitte. Ist es im Ausland gewesen? Nein, das war in Zürich gewesen. Habe ich dort etwas Schlimmes gemacht? Nein, du hast getanzt. Wirklich? Ja. Und das ist immer das erste Zeichen, von der Joel ist besoffen, er fängt an zu tanzen. Ja. Wobei man das, also, wobei man ihm dann nie genau weiss, muss er jetzt ein bisschen verheben, wird er gerade tasert vom Security oder ist er am Tanzen? Das sind recht. Wie so elegant wie eine Spinne auf der Herdplatte, ja. Auf der heißen. Ja. Und es quietscht dann so. Was bist, wenn du so aufst, wie veränderst du dich? Wirst du nachher irgendwie zugänglicher oder? Ja. Ah, okay. Ich werde anhänglich. Und es ist geschlechtsmäßig völlig egal. Ich werde dann auch bei Männern anhänglich. Ich bin extrem anhänglich, wenn ich richtig trinke. Ich bin Mitarbeiterin und Mitarbeiterin. Ich habe mit einer zusammen geschafft früher beim Fernsehen. Ja. Mega anhänglich wurde. Du kennst sie auch. Ja, ja, ich kenne sie auch. Ja. Ja. Die. Das ist ja ein bisschen die Stimme für eine Frau. Ich sage immer, wie heißt die von Game of Thrones mit dem Visor? Khaleesi. Ach, keine Ahnung, das habe ich nie geschaut. Sorry, die Mutter von der Khaleesi. Okay, also ich habe schon gehört, wenn sie daheim das Telefon abnimmt, heisst sie immer, grüezi, könnte ich mal noch ihren Mann sprechen. ihre Frau sprechen, genau. Oh. Ja, jedenfalls. Die wird mega anhänglich und die hat dann immer so geile Komplimente gemacht. Das war mega herzig gewesen, weil es gibt auch Leute, die dann entweder hören zu aufschnurren oder werden komplett aggro oder so. Das gibt es ja alles auch. Mhm. Und so die Anhänglichkeit ist so herzig gewesen. Sie hat mich auch schon x-fach zum Essen eingeladen, besoffen, und ich bin noch nie gegangen. Ja, die Anhänglichkeit kann ja dann noch eins weitergehen. Zum Beispiel mit dem Baschi kannst du eigentlich immer rummachen, wenn er ein paar K hat. Ah, wirklich? Ja. Kein Problem. Also das ist ja kein Geheimnis. Das ist ja, der Tabu hat es mal erzählt. Bei mir ist es auch schon so halb passiert. Du kannst dann auch schlecht ausweichen, sagen wir jetzt mal. Wenn du mit dem Baschi rummachst, ist es natürlich auch ein bisschen, wenn du vom Spiegel mit dir rummachst. Du machst es auch so gerne. So. Und du bist der Raver gesehen, wo nichts gespickt hat früher noch? Ja, ey, wirklich. Ich hatte einen Wahnsinn. Freund, der mega viel im Oxa war. Und ich bin dann auch mit. Und die haben sich all was reingeschmissen. Und es war so absurd gewesen. Weißt du, dann sind sie auch, wenn sie im Ecstasy waren, sind so mega anhänglich und haben die Welle umarmen und so. Und dann, wenn ich die mal getroffen habe in Zürich, einfach so am Tageslicht, ich keine Ahnung mehr gehabt, wer du bist oder was du willst. Das ist so absurd. Ja. Und dann, wenn wir mal heimgefahren sind vom Ausgang, weiss ich noch, immer irgendwie die Schmier draussen gewesen, weißt, dann hast du immer müssen aufpassen wegen der Pupillen, wenn es irgendwie reinleuchtet und so. Das ist eine Szene für sich. Ja. Ich habe nie den Zugang gefunden zu diesen Leuten. Ich habe mit zunehmender Bekanntheit wirst du wie automatisch ein Teil von ihnen, weil sie will ja dann mit dir sein, so. Und dann darfst du in jede Lounge hineinsitzen, eigentlich egal, wer sie reserviert hat, weil sie es einfach cool finden, dass du dann nicht da bist. Aber andere müssen ja wirklich auch hart arbeiten, um in die Kreise reinkommen, sprich jedes Wochenende an jede Party, sie müssen Getränke spendieren etc. Und so. Mir ist das immer zu anstrengend gewesen. Also auch, wo ich jetzt noch nicht so bekannt gewesen bin, weil ich wirklich, ja, genau das, du weißt ja dann, das sind ja nicht Freunde fürs Leben dann, so, sondern das sind Freunde für den Moment, was völlig okay ist im Moment. Aber ich habe mich wenigstens noch nie mit dieser Partyszene können anfreunden. Und das Schlimme ist ja, wenn du mit zunehmender Bekanntheit dir bin, das reinlässt, dann verlierst du völlig irgendwie den Boden zur Realität. Völlig. Weil gerade in so Partykreisen eben, am nächsten Tag kannst du irgendjemandem anrufen, die werden nicht abnehmen, die werden nie für dich da sein, wenn irgendetwas ist. Also es ist wirklich einfach so Single-Serving Friends, oder? Für den Samstag von 10 bis wie lange es dann auch immer geht, haben wir es jetzt mega gut zusammen und du vergisst es nachher. Und wenn, der Alain Frey hilft mir nicht beim Zügeln. Wie gut ist jetzt auf den? Hast du noch mit dem Party gemacht? Ja! Wirklich? Ja, in der Hotellobby. Ach so. Ja gut. Ja, also Party im Sinne von, wir sind alle in Späti gerannt und haben uns noch Bier gekauft nach der Show.
Aber ich habe dir ja gesagt, jetzt, ich habe das Gefühl, ich sei mega gut befreundet mit dem Alain Frey. Dann hast du gesagt, nein, wahrscheinlich war er einfach nett gewesen. Ja, vielleicht sind wir jetzt auch mega gut befreundet. Ich weiß es nicht. Ja. Wie oft schreiben die? Ja. Nie. Ja. Aber er liked mein Zeug auf Insta. Zählt das nicht? Ja, das kann, ja, das siehst du, aber das macht er bei mir schon mal nicht. Siehst du noch? Das ist schon mal eine Stufe. Bei mir liked er nicht. Und Blümchen liked am Lemmingshit. Ich bin immer sehr stolz, wenn du Blümchen was... Ja, die habe ich kennengelernt bei Ninja Warrior. Und die ist einfach, ey, die ist so easy und nett. Und die hat für alle noch im Backstage das Geschirr abgeräumt und so. Ja. Und die ist einfach, und weißt du, die geht auch nicht an und sagt so, ja, hallo, ich bin Blümchen, ich habe hier Hits und so. Hallo, ich bin Jasmin. Ja, das ist wirklich, die ist mega easy. Ich meine, nach 30 ist auch hure komisch, wenn sie alle richtig peinlich, wenn ich sage, hallo, ich bin Blümchen. Ja. Ja, obwohl die sieht, also... Freut mich Baum. Jetzt ist sie, glaube ich, schon 40, aber die sieht immer nach Bombe aus. Ja. Wirklich? Ja. Wo ja anscheinend gibt es so alte TV-Total-Folge, wo der Jan Delay ausplaudert, dass die ja gar nie gesungen hat. Das ist einfach, sie hat mir einfach genommen und vorne angestellt. Skandal! Ja. Also ja, gleich, wie viel haben in den 90er selber gesungen? Echt wenig. Eben. Also, es ist wahrscheinlich einfach jemand, der den ganzen Tag im Studio gesehen hat, einfach für alle müssen Songs einsingen. Ja. Wickfield so, jetzt ist mehr in diesem Stil, jetzt mehr so. Und vor allem auch, jedes Eurodance-Song hat ja irgendwie noch so einen Rap-Teil gehabt. Ja, ja. Die haben ja auch alle genau gleich getönt. Ja. Ob jetzt der Captain Hollywood oder Snap oder was weiß ich, habe ich immer das Gefühl gehabt, es ist der gleiche Dude. Es sind einfach so Projekte, das kannst du immer austauschen. Das habe ich auch herausgefunden bei Rednecks. Ich bin ja am Gay Pride auftreten, das war ein fabulöser Auftritt gewesen. Der einzige Spoken-Word-Künstler. Fabulös ist das richtige Wort für das. Absolut. Okay. Wo der Moderator noch sagt, ja, ich will im Fall nur so zwei, drei Sätze zu dir sagen, wie wenn ich zu lange rede, fange zu buhen. Und dann komme ich auf die Bühne und die Leute sagen immer noch alle, Bailando, Bailando. Welcher von diesen 37 SRF-Moderatoren ist es gewesen? Wo mich anmoderiert hat? Kennen. Es ist so ein Typ, wo das irgendwie... Auf jeden Fall, der Epine ist ja noch im Backstage gewesen, meinte so, was machst denn du da? Ich so, ich mach da Comedy. Ja, viel Glück. Also wirklich alles Horror gewesen. Auf jeden Fall habe ich dort nachher im Backstage Rednecks kennengelernt und dachte, wow, shit, die gibt's immer noch. Die müssen jetzt also um die Mitte 50 sein. Und die sind blutjung. Und zwar, wenn man die einfach schon jetzt irgendwie zum vierten Mal austauscht hat, das sind jetzt alles... Ich glaube, Teenager. Rumänen oder Polen. Weißt du, quasi, das ist normalerweise eine andere Band, die, und die treten dann einfach an der Wochenende noch als Rednecks auf. Dass du kannst wie quasi die Lizenz haben, um als Rednecks können auftreten. Das ist okay. Ich mache das für das nächste Programm, dritte ich aus Schule von Mutzenbach. Ja, genau. Das ist das Geile an der Blue Man Group. Ja. Blue Man Group sind ja irgendwie 37 verschiedene Dudes. Ja, gut, aber es ist ja Cirque du Soleil, ist ja genau das Gleiche. Ja, aber es ist ja nochmal etwas anderes, weil du hast wirklich das Gefühl, es sind drei Typen. Aha. Mit blauer Farbe im Gesicht. Bah! Oder? Ja. Aber es sind 37. Wer gerade Zeit hat, so. Ja, ja. Ja, und da kannst du natürlich... es gibt ja bei DJs zum Niveau. Beispiel Clapton. Clapton sind zwei oder drei Dudes und treten immer mit Masken auf. Also es ist immer nur ein DJ. Also, das heißt, du kannst dann in Paris kannst den einen buchen, kannst in Madrid den anderen buchen und in Zürich legt der dritte auf. So, das heißt, du hast Clapton dreimal an einem oben. Das ist noch praktisch. Ja. Oh, wo wir es gerade von DJs haben, du kannst das sicher bestätigen oder dementieren. Oh. Und zwar früher hat es mal den Beach Club in Hinwil. Oh, da gibt es nicht mehr, darum kann man es jetzt erzählen. Und die haben das mir kann gesagt, ich schon mal bestätigen. Die haben mir gesagt, der Antoine hat zwei verschiedene Tarife. Wenn er richtig auflegt, kostet es mehr und sonst steckt er einfach einen Memory Stick drin und tut so, als ob. Ja. Ist das so? Also, das mit den zwei Tarifen kann ich nicht bestätigen, aber das mit dem Memory Stick. Ich wollte sagen, ich kann das weder bestätigen noch dementieren. Okay. Ich weiß einfach, dass er für sehr viel Geld nur den Stick reinschiebt. Ah, wirklich? Ja. Das aber weiß was ich. Was ist das für eine Berufsehre? Also, weißt du, so. Das ja, Cassio, du wirst auf Bühne. Ah, Cassio, aber mit einem Bändchen, weißt du? Also, ja, klar. Ganz viel machen es nur mit vorbereiteten Sets. Ja, weil es geht ja darum, dass das richtig reinknallt. Dass du hast das mal komponiert, du hast das mal so zusammengesetzt, wie wir, wenn wir ein Solo spielen eigentlich. Ja, wir wissen ja zuerst das, dann das, dann das. Und statt dass der Übergang live verkackst, ist er schon vorbereitet und du probierst mehr Stimmung zu machen etc. Ich meine, beim Antoine ist ja kein Geheimnis, weil du siehst es ja, wenn er seinen scheiß Hörer da in der Hand hat und mit der anderen in der Luft ist und hinten macht es einen riesen Flanger, was weiß ich, Übergang. Und du sagst, ja, wird er jetzt nicht live gedruckt haben? Ja, und sie sind ja wie auch nicht mehr auf dem Level, wo die Leute noch wünschen können. Also,
dass ihr jetzt spontan können reagieren müsst. Geht da, könnten Sie mal noch? Könnten Sie, meine Tante Lisi dort hin, wird heute 50, vielleicht können Sie für sie noch schnell ein Schachensäppchen laufen lassen. Calvin Harris mit dem Charlie in Vegas sind wir gegangen. Und der hat 3 Stunden, der hat wirklich aufgelegt. Der hat 3 Stunden aufgelegt. Aber dann macht das, weil er es einfach geil findet. Richtig. Nicht, weil er muss. Ja, gut. Und weil er $500,000 kriegt pro Oben. Ja, gut, dann würde ich jetzt schon anrichten. Haben die ein Ding gesehen, Paris Hilton-Doku? Nein, aber ist mir empfohlen worden. Ja, weil du siehst ja, also sie ist anscheinend in dem DJ-Business ist sie eine Figur, die respektiert wird. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Sie ist anscheinend eine der grössten weiblichen DJs weltweit. Und dann hat sie Klasse. Irgendwie letztes Jahr am Tomorrowland aufgelegt. Oder wie heisst das Ding in Miami? Irgend so ein riesen Dance-Festival. Ja, ja, ja. Und dann hat sie, das war quasi ihr Spot als Headliner. Nicht Fusion, nicht Tension, aber Ultra. Halt irgendwie sowas. Irgend und sowas, siehst du ja. Wirklich... Das ist nicht der Burning Man, oder? Nein, Burning Man ist das in der Wüste. Da siehst du sie wirklich auflegen und was in der Doku auch siehst, hat sie so einen komischen, trümmeligen Freund und die streitet sich noch vorher, bevor sie quasi das wichtigste Set von ihrem Leben spielt. Das und das haben wir schon recht echt gewirkt. Ich weiss nicht. Auf jeden Fall, für Leute, die in der Medienbranche arbeiten, sind die wirklich einfach so naiv. Ja, aber ich weiss es nicht. Ich finde es geil, weil du Büssi ist. Ich hoch 10, ja. So, wenn ich beim Bachelor knapp erkenne, ah komisch, sie sind mit der Kamera schon drin, bevor jemand reinläuft, ist bei Büssi ist alles inszeniert, immer. Ja, ich sehe halt einfach ein bisschen rein, also das ist so, ja, und gewisses ist also einfach ein bisschen Menschenverstand. Ja, gut, aber das habe ich jetzt nicht gesehen. Vielleicht haben die wirklich gestritten. Also ich habe es nicht gesehen, aber die Figur Paris Hilton, so, wo ich gedacht habe, die interessiert mich gar nicht wirklich, ist eigentlich noch vielschichtiger, als man würde denken. Also, die Dings, ich habe Taylor Swift Doku geschaut, weil ich bin ein großer Tay-Tay-Fan. Ja, natürlich. An dir ist so ein Schwuler verloren gegangen. Mega. Ja, mega. Und, also was heißt verloren gegangen? Ja. Das ist halt zu 70%. Oh Gott. Und das ist ja brutal viel inszeniert. Ja, natürlich. Das ist ja mehr Promo. Das sind Amis, das sind die grössten Profis, was es gibt. Aber darum lobe ich eben, die habe ich kürzlich wieder geschaut und habe sie ja vor kurzem erwähnt, die Conan O'Brien Doku. Wo halt wirklich ein Kollege, der mit ihm in Harvard studiert hat, ihn konstant filmt. Und, dann siehst du wirklich einfach die blöden Production-Meetings, wo auch stinkehässig ist, dass er wieder irgendwann an einem Festival gebucht worden ist, wo er nochmal eine Moderation machen muss. Und es heisst, nein, du musst nicht einfach die Acts ansagen, sondern es ist abgemacht hier in dem und dem Vertrag, dass du auch noch immer jeweils 3 Minuten Comedy machst. Und, weißt du, so. Und es wird immer wie mehr, und es wird immer zu viel. Und das ist dann nicht inszeniert, wenn er in ein Auto steigt. Nein, aber mit ihm kannst du das natürlich machen, weil er ist nicht das Produkt, das gemacht worden ist, sondern er ist halt der funny Dude. Ja. Also, das ist der Unterschied. Und darum schaue ich eben so gerne Comedy-Dokus, weil es ist selten etwas inszeniert. Ja. Sondern Hannibal Buress in Edinburgh, der kriegt nach 20 Tagen Krise. Und du siehst, dass er eine Krise kriegt. Ja. Oder der Seinfeld, wo neues Material ausprobiert. Also, oder die Divertimento-Dokumentation. Die ist auch mega. Mega. Die ist real. Und du siehst eben, du siehst auch Sachen, die du sonst nicht würdest sehen. Ich konnte alles können nachfühlen und einfach gewusst, gut, meine Schiene ist einfach 20 Mal kleiner. Aber das Gefühl ist ja genau das gleiche, was wir auch haben, wenn wir ein neues Programm schreiben müssen. Ja. Schön. Also, du nicht mehr so, weil du machst das ja immer Code. Also du bist ja so, für dich ist ja ein neues Programm wie Cumulus-Karten brauchen. Das, man macht es halt, weil es etwas nützt. Ja, das jetzt würde ich, glaube ich, länger spielen, habe ich so irgendwie im Blut. Ja. Corona-bedingt, man so schön sagt. Das ist geil, du kannst mittlerweile ja alles argumentieren mit Corona. Alles. So, zum Beispiel, ja, wir putzen das Hotelzimmer nicht. Wegen Corona. Aber gibt es ein Freibier. Ja, großartig. In München. Bist du im gleichen gesehen, dann, oder? Das ist ein geiles Hotel. Ja. Das Hotel ist toll, aber. Mega. Putzt es mal. Ja, aber für 2 Tage ist mir das auch gleich, wenn es nicht putzt wird. Und bei mir war gerade noch Kilby vor der Hütte, das war richtig geil. Ja, bei mir ist noch irgendwie so osteuropäische Folklore-Konzerte, sind es noch gesehen. Schön, oder? Ja, das war lustig gesehen. Ja. Ja. München nach 10 Uhr am Abend, da kannst du dich echt verschiessen, da läuft gar nichts mehr. Ist alles zu. Ja gut, jetzt ist es eh speziell. Ja, eben. Mhm. Gut, wir sind auf irgendeine komische
Dachterrasse, wo es kein Bier gegeben hat. Was? Also, weißt du, so eine coole Aperol Spritzbar gesehen, weißt du, mega trendy. Ah. Und dann konntest du das oder Gin Tonic. Aha, Alk hat es schon gegeben. Ja, aber kein Bier. Okay. Und es ist so geil, weil der eine, der dabei war, ist der Freund von der einen, der auftreten ist. Oder Mann sogar. Und der ist völlig easy gesehen, völlig normal. Und weil wir es schon vor Alkohol hatten, komme ich so und sage so, hey, die haben kein Bier an der Bar, was willst du? Und er so, ja, ich weiß nicht. Und ich so, ja, sie haben Aperol Spritz, sie haben Gin Tonic, wie. Und Gin Tonic. Und dann gehe ich an die Bar und dann sehe ich, wie viel Gin die drin geschüttet hat. Und ich so, oh mein Gott. Wirklich, auf die Hälfte vom Glas ist Gin gesehen. Nachher, und er hat es auch extrem schnell getrunken, ja. Und dann schaue ich wirklich 10 Minuten später schaue ich da und denke, fuck, der ist knallevoll. Weil er hat wirklich auf zu schielen. Und dann schreibt so, so, und hat wirklich so ein bisschen auf zu lallen. Und sie schaut irgendwann auf so, oh nee, du hast wieder den Blick drauf, ne? Also habe ich noch nie gehört, dass man bei Alk gerade anfängt zu schielen. Ja, wirklich, also nein, ist alles gut, weißt du so. Und hat sich dann probiert, so ein bisschen rauszureden. Und sie hat dann wirklich auf eine halbe Stunde auf erzählen, nein, immer wenn sie diese einen Auge auf die Seite rausgeht, dann weiss ich, er ist voll, bla. Und ich habe mich mega mitschuldig gefühlt. Hast du gewusst, oh nein, er will wieder die Haare. Also, ich habe früher immer noch meine Mutter anhauchen, wenn ich heimgekommen bin. Nein, Und die Hände so anheben, um zu schauen, ob ich geraucht habe. Meine Mutter hat gesagt, es schmeckt nach mir. Was? Ja, wenn ich sie angehaucht habe. Ach so, okay. Und vor allem, die haben schon gepennt, wenn ich heim bin. Aber ich musste vom Festnetz aufs eine Handy anrufen. Was, wenn du irgendwie später gekommen bist? Nein. Sondern eben zum Beweisen, dass ich daheim war, um die Zeit, die wir abgemacht haben. Weil sie halt schon pennen gesehen. Checkst du? Urschlau. Ja, und zwar nicht, jojo, schreib ein SMS oder wie auch immer. Aber weg uns auch nicht. Ja, aber du hättest einfach heim können anrufen und wieder raus. Ja, aber es war eben eine dumme Zeit gewesen, weil du hast irgendwie so am, ich weiß doch nicht mehr, was es war, 2. Ah, ja. Und das ist so, wenn du dann um 2 daheim bist, und dann gehst du nicht mehr nochmal raus. Nee. Sondern du hast dann eben Glück, dass du auf dem 2 noch knapp hast können, die Nummer wählen. So, oder? Rufumleitung wäre der Trick gewesen. Wäre das nicht gegangen? Nein, du kannst aber nicht vor daheim. Ich habe alles probiert. Du kannst nicht vor daheim halten. Wir haben mit Gummihändchen geraucht, dass man es nicht schmeckt. Hast du mit diesen geilen Putzhändchen? Ah, geil, das hat so doof ausgesehen. Kollege von mir ist so ein Neurotiker, der hat das eine Zeit lang auf den Zug gemacht. Und zwar oft, weil er nicht das Hand schmecken wollte. Ja. Kann sehr gern. Man kann einfach nicht rauchen. Ja, logisch. Das ist auch eine Idee, ja. Logisch, ja. Also Pro-Tipp von mir, es funktioniert. Wobei, also du eigentlich... Ich habe ein Jahr und mehr so, ich habe nur immer mit Kollegen selber reingehen, weil ich es nicht so geil gefunden habe. Und also ich bin jetzt auch recht rauchfrei. Zigarre finde ich geil. Dreistig. Ja, ist wirklich einfach ab und zu können wir Sachen. Ich trinke fast, also entweder nur noch Bier oder Single Malt. Ja. Yeah. Single Malt Whisky. Ich habe ja gerade mit dem Mittermeier Single Malt Whisky getrunken was ist jetzt ein guter Monat haben. Yeah. So. Yeah. Recht unprofessionell, weil wir haben beide noch eine Show gespielt am Abend und haben uns am Nachmittag um 2 getroffen für die Aufzeichnung. Wir haben das Interview aufgezeichnet und weil er ja ein riesen Whisky-Fan ist. Mega, ja. Haben wir am Nachmittag 3 Gläser Whisky getrunken, so um die 3. Ah, oh, schön. Und haben beide gefunden, das ist auch sehr unprofessionell, wenn wir nachher noch auf die Bühne stehen müssen. Er hat dann aber auch erzählt, wie er Dave Chappelle einen Whisky gebracht hat, den er in Berlin gespielt hat. Und dann in der Pause hat er ihm den hinterher gebracht. Und dann nachher hat der Chappelle gesagt, ja, mach auf. So. Und es war ein sehr starker. Und dann hat er schon mal ein Glas getrunken und dann hat der Michael gesagt, ja, er hat dann schon so ein ungutes Gefühl bekommen. Und vor allem sind wir nachher wieder rausgegangen, ins Publikum gesessen. Und dann können wir mit einem neu aufgefüllten Glas von dem Huren Whisky auf die Bühne. Und am Schluss hat man dann, glaube ich, schon ein bisschen gemerkt. Das ist, gut, Chappelle gibt es ja so. Also, einerseits logisch, wie es die Geschichte, wie er oft so epische Sechsstünder macht auf der Bühne, wo er dann eben auch sich volllaufen lässt und kifft und alles Mögliche. Und irgendjemand hat jemand die Geschichte erzählt, wie nach einer Show sind ein paar Komiker, sind irgendwie noch in einem Diner und haben sich komplett zugesoffen. Und dann ist irgendwie 12:30 am Morgen und Chappelle sagt, jetzt gehen wir noch in den Comedy Store, machen einen Drop-In. Und alle so, was, wir haben schon lange 4 oben, weißt du, im Kopf völlig nebeneinander. Wir sind völlig verballert, nein. Und also doch, nur dann wird man besser, bababa. Halt einfach so die Mentalität von wegen, wenn man kann spielen, sollte man spielen. Und es ist dann anscheinend knallvoll.
Und dann sind wir auch noch im Comedy Store. Bist du ja schon da gewesen? Du sicher auch. In New York oder wo? L.A. L.A., nein. Ah. Weißt du, du hast Shows ab dem 8. Ja. Also eigentlich eine Show, ab dem 8. bis um 2. Morgen. Ja, 15 mal 15, oder? Genau. Ja. Und am 12:30 ist einfach noch 15 betrunkene Menschen im Publikum, die es noch nicht geschafft haben aufzustehen, oder? Und das ist dem scheißegal. Dann geht er da rein und dann hat spielt er so lange Bock hat. Und ja, es wird zum Teil episch. Also darum kann man gut vorstellen, dass er dann mal ein Glas Whisky dazwischen trinkt. Das setzt ja auf die Shows an, zwei Tage bevor sie spielt. Ist vor allem für die jetzige Zeit, glaube ich, eigentlich noch eine recht gute Methode. Ja, wenn das kannst, ist eigentlich mega geil jetzt. Ja. Und zwar ist er einfach irgendwie umgereist, jahrelang. Und dann immer, wenn er wieder ein bisschen Stutz gebraucht hat, hat er gefunden, mach schnell eine Show. Und dann heisst es, London, drei Shows, übermorgen. Ja. Bum, bum, bum. Ja. Das ist schon. Haben sie im Quatsch auch gesagt, wo wer gesessen ist während dem Auftritt von ihm? Nein, aber ich weiss, das ist wirklich, also... Der Kanye ist dort vorne rechts gesessen. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Aber ja. Ich weiss, dass vor allem die eine Show wirklich die Hälfte Komiker gesehen sind. Also alle von Rebel, jeder Mensch, der sonst irgendwie in Berlin Comedy macht und von was weiß ich wo sonst. Ja. Ja. Ich meine, Louis C.K. hat ja auch nur in Basel deutschsprachigen Raum gespielt. Und die sind ja auch hure viel, hure viel aus Deutschland extra in die Schweiz gekommen, um die Louis zu schauen. Ja. Erst nachdem er twittert, hat man Fans ganz schlimm, dass der kam. Aber dann ist halt gleich schauen, einfach mal. Ja, ich finde, mit dem Vetter das besprochen, ich finde auch komisch, dass das dann immer gerade ein Statement muss sein. Dass, wenn es einem interessiert, was der jetzt macht und vor allem, was der jetzt erzählen wird, weil wir alle, die auf diesem Beruf arbeiten, wir wissen auch, Ich kann nicht können gehen, selber Auftritt gehabt, aber ich kann 100 Zeitungsartikel lesen nachher. Vor allem, weil eben, bei seiner Show darfst du nicht aufnehmen, Handys verboten, lalala. Das wird nie dem gerecht, was er effektiv auf der Bühne gesagt hat. Einfach nicht. Also, wenn ich wirklich wissen will, wie ich es sehe, dann muss ich selber gegangen sein. Ja. Und habe ich mit dem dann gerade jetzt ein Statement abgegeben, ich bin für ihn, ich bin gegen ihn, was weiß ich. Nein, ich kann ja einfach Interesse haben an der Sache. Ja, entspannt euch mal alle, wirklich. Das wird so ein Kurzclip. nein, aber mal wirklich bei allem. Ja. Das ist doch auch jetzt bei diesen ganzen Corona-Sachen und so. Und dann haben wir die wirklich neutralen Artikel, ist weder der Wirtschaftsschaden noch so groß gewesen und der gesundheitliche auch nicht, wie wir am Anfang haben müssen befürchten, ist ja alles gut. Und jetzt entspannt euch mal, oder? Ja. Es wird halt auch mega viel immer medial aufgekocht. Ja. Und gewisse Leute spielen natürlich auch mit dem, oder? Also, dass sie genau wissen, wenn ich jetzt einen Tweet absetze, dann hat irgendein Journey, der sonst nichts zu tun hat, hat er natürlich etwas für die Redaktionssitzung und wenn es dann ein bisschen Klicks braucht, dann machst du etwas draus. Also, ich finde das extrem peinlich, was dort mit dem Louis abgegangen ist. Ich finde vor allem auch, es gibt ja schon noch einen Unterschied, ob du jetzt einfach in deiner Garderobe auf eine Pflanze wichst oder ob du jemanden vergewaltigst. Das ist einfach nicht, oder es geht alles unter sexuelle Belästigung oder Sexualstraftäter, aber es gibt dann schon auch noch eine Abgrenzung innen dran. Dann hat dann andere gefunden, nein, das ist, man muss aufhören, das ist alles Sexualstraftäter und man darf das nicht verharmlosen. Ja, frag mal eine, die vergewaltigt worden ist, ob sie nicht lieber gehabt hätte, hätte nur auf eine Pflanze gewichst. Es ist dann schon nicht das Gleiche, oder? Ja, beim Louis... Es gibt auch unterschiedliche Strafmaße für unterschiedliche Taten. Beim Louis habe ich mehr das Problem gesehen, vor allem nachher sind dann noch so ein bisschen mehr Sachen rausgekommen, dass er halt wirklich auf so einem Paradebeispiel ist, er hat seine Position ausgespielt. Absolut. Und zwar wirklich einfach, hey, komm noch mit mir etwas trinken, es wäre gut für dich, können nachher noch ins Hotel. Total und dort geht es nicht darum, tut man jetzt in den Topf oder in den Topf oder was weiß ich, sondern für mich tun sie wirklich wie ein riesen Arschloch. Ja, und ich verstanden. Und auf das habe ich nicht so Bock. Ja. Ich finde Arschlöcher nicht so geil. Ja. Ich habe 100-mal lieber Bill Burr, wo ich das Gefühl habe, der ist privat ein sehr aufrechter Mensch und auf der Bühne kann er jetzt rumranten, von mir aus. Weißt? Irgendjemand dort habe ich dann so... Total verstanden. Ja. Das ist so. Aber auch dort, du hast immer die Wahl, mitzugehen oder nicht. So. Schon klar. Yeah. Wobei, hast du Dings gesehen? The Morning Show? Von Apple TV. Ja. Wir haben das alle nicht, Joel.
Und ich habe ja alles mittlerweile. Doch, du hättest es auch. Ja, du hättest doch das gratis Jahr gekriegt. Ich habe das irgendwie nicht angebracht, das auszulösen. Oder einzulösen. Was okay. ist es? The Morning Show ist eine Serie mit Jennifer Aniston, Steve Carell, Reese Witherspoon. Und es geht um, eigentlich geht es ein bisschen um den Matt Lauer, so, wo in den USA eben so ein Morning Host war, so klassisch Frühstücksfernsehen, aber das hat in den USA das an anderer Stelle wert. Und der ist gespickt worden, auch wegen dem MeToo-Fall. Und im 8. der Matt Lauer, der hat wirklich so komisches Zeugs gehabt mit irgendwie einem fucking Knopf das am ist Pult. Ganzen, ja, ganzen Wirrvogel. Weißt du, wo die Türen abschließt. Eben so, weißt du, so wach. Und der hat halt irgendwie einfach mit allen dort, ja. Und dort spielt der Steve Carell eben so der Morning Host, der wegen einem MeToo-Fall verstoßen wird, ja. Und es ist spannend gemacht, weil, also ich will nicht spoilern oder so, aber du verstehst wirklich jede Seite recht gut. Mhm. Nämlich, hat irgendwie das Gefühl, er hat nichts falsch gemacht, weil, eben, was du auch gerade gesagt hast, hat ja die Wahl, ja. Wenn aber dann jemand dort frisch anfängt, und das ist der absolute Superstar, das ist der Top-Schurni seit 20 Jahren, der hat so viele Preise gewonnen, du weißt, der macht irgendwie 20 Millionen im Jahr, das ist so Top of the Food Chain. Und der sagt, hey, komm ins Hotelzimmer mit. Dann bist du vielleicht auch nicht immer ganz klar in deinem Kopf, wo du dann sagst, mache ich das jetzt, weil ich den Mensch bewundere? Und bin ich mir nicht bewusst, was nachher passiert? Oder, es ist zum Teil schwierig, weil, ganz ehrlich, wenn damals, bevor ich das alles gewusst habe, der Louis C.K. gesagt hat, komm mit aufs Hotelzimmer, ob ich jetzt im Adolf habe oder was weiß ich, hat er gesagt, voll geil, shit, ich komme mit dem Louis C.K. aufs Hotelzimmer, weißt, vielleicht erzählt man noch irgendetwas Internes, bla bla, und auf einmal wächst drin eine Pflanze. Ja, dann gehst du aber. Ja, ja, dann gehe ich. Dann gehst du nicht und bleibst nicht dort und gehst dich nachher beklagen. Und dann gehst ja. Du darfst dich nachher auch beklagen. Kannst dich auch beklagen, ja. Aber dann gehst du, oder? Ja. Gut, das ist ja zum Beispiel beim Telefon, dann hängst du halt ab. Das ist zum Beispiel beim Chris D'Elia, hast du das ja jetzt so gesehen. Ja. Die sind ja gegangen. Ja. Ja, also das ist mir auch noch wichtig, ich will niemanden von denen in Schutz nehmen. Ich finde das Nein. auch eklig. Das ist ja, glaube ich, das sind wir uns ja alle einig. Aber mich regt halt einfach so das Aufbauschen nachher auf oder eben, oder ja, jahrelang von dem profitiert haben und nachher damit führen kommt, so, das ist das, was mich aufregt. Ich finde es komisch, wenn zum Beispiel die Aziz Ansari-Geschichte. Ich finde es komisch, wenn du nur eine Seite hörst von einem einzigen Vorfall, wo es dann 4 Tage später, nachdem ich mit ganz vielen Menschen geredet habe, habe ich dann langsam das Gefühl gehabt, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe in dieser Situation. Mhm. Genau. Also das ist dann wirklich einfach das Paradebeispiel von einem schlechten Date. Man hat so, ja, habe ich jetzt nicht so geil gefunden. Ja, geil gemacht. Wollte ich nicht mehr. Nummern, oder? Ja. Am Anfang hast du wirklich so, hast gedacht, holy shit, oder? Wo die Geschichte gehört hast. Und da hat es ja zu Recht ganz viele umgerührt. Also, das müssen wir nicht diskutieren. Yeah, das waren richtig grosse Sauhunde rum. Und das ist für dich so als normaler Mann total unverständlich, wie andere das machen. Aber das ist wirklich, dort bist du mal selber mega verschrocken. So. Yeah. Und je länger das es gegangen ist, desto mehr hat es eben nach schlechten Dates getönt, wie der Bill Burr so schön sagt. Ja, und das ist auch wirklich, das haben ganz viele Zeitungen haben das dann auch so geschrieben, dass eben zum Beispiel der Fall von Aziz, aber der hat es auch überlebt, das tönt so blöd, aber der ist dann in seinem letzten Programm, hat er glaube ich 5 Minuten über das geschwätzt, humorfrei, und hat wirklich nochmal gesagt, wenn die Frau sich unwohl gefühlt hat, dann tut es mir mega leid, was ja auch ein gesunder Umgang ist, weil eben, du weißt ja zum Teil auch nicht, wie eine andere Person sich in dem Moment fühlt. Und dort hat eben, ohne dass ich es gesehen habe, ich habe einfach gesehen, wie es dann im Special gesehen ist von Louis C.K., dort finde ich zum Beispiel, hat er sich auch ein bisschen einfach gemacht. Ja, natürlich. Ja, vor allem hat es ja erst irgendwie im letzten Drittel noch schnell thematisiert. Oder? Yeah, yeah. Da hättest du mit dem müssen anfangen, oder? Damit ja, die gut, Spannung weg ist. Ja, er sagt ja im Opening Show, welcome to the show of the disgraced Louis C.K. Das hat mir noch nicht gelangt. Aber ich hätte mehr wollen. Aber disgraced ist auch so wieder so ein bisschen... Ja, er hat es mega einfach gemacht. Ich bin ja der Arme in dem Ganzen, ja. Oder? Und das ist ja natürlich, er ist kein Opfer. Überhaupt nicht. Nein, eben, er hat sehr klar Machtpositionen ausgespielt. Und das ist... Das ist schwierig. Ja.
Schönes Schlusswort. Ich finde immer, was haben wir? Mit Sexual Assault auf Ohren. Du musst nämlich jetzt... Bei mir läutet jetzt die Uhr, dass ich da losziehe. Oh, wir haben noch ein Meeting. Ja, genau. Hey, wie kriegst du das? Hast du das aus den 90er Jahren? Das ist wirklich... Jetzt haben wir schon diverse gesagt. Ich habe sowas auch mal in der Säcke gehabt, so ein Ding. Hätte sich aber stiltechnisch weiterentwickelt und würde kein Casio mehr tragen. Ja, weißt du, was ich hatte? Ich habe ein Casio gehabt. Und zwar die erste, die können Fotos machen konnte. Was? Ja. Ah, okay. Ja, also sie haben behauptet, sie können Fotos machen, sondern sie hat mit etwa 8 Pixel ja, so einen Schwarz-Weiß-Scan gemacht, von was auch immer. Ah. Und vom Handgelenk? Nein, und du hast da so eine kleine Kamera gehabt. Und dann hast du auf wirklich so eine 5-Kilobyte-File hast du dann können dir ins Paint laden oder was du immer siehst. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin ein geiler Sieg, wenn ich die habe. Vor allem, wie toll ich dann spicken kann. In der Schule, ja, weil ich dann einfach den Stoff, den ich muss eigentlich lehren muss, den tue ich einfach abfotografieren. Ja. Und dann tue ich während der Stunde kann ich dann einfach schön gemütlich da die blöden Vögel, die ich da für Biologie jetzt muss auswendig lernen muss, so, kein Problem, ja. Der Lehrer sagt nach dem zweiten Mal, wo du auf deine Uhr rumdrückst, lass das. Und die ersten zwei Mal hast du nichts erkannt. Und das Geile ist, ich habe etwa 3 Stunden gebraucht, bis ich alle die Dinger so in einzelne Quadratli abfotografiert habe. Oh nein. Was heißt, in diesen 2 Stunden hättest du einfach können schnell das Zeug lernen. Aber das ist oft so. Ich meine, Spickzettel ist ja das Paradebeispiel von... Zusammenfassen. Ja, wie du etwas lernst eigentlich. Ja. Setliste. Das ist genau das Gleiche. Hast du einen Kollegen gehabt, der die Casio hatte, wo hast du alle diversen Fernseher ja, abstellen? Weißt du, wie er geheißen hat? Nein. Joel. Ah, wirklich? Logisch. Natürlich. Wir sind immer in Discount. Das Zeug so abgestellt. In Discount und haben alle Fernseher abgestellt. Ja, richtig geil. Oder umgestellt. Heute würdest du es filmen und das ist ein TikTok-Hit. Ja. Natürlich. Ja. Mein Gott. Ich meine, einer von den simpelsten Gags von Sedi, aber... So lustig, wo er einfach überall geht, den Wecker stellen bei den iPhones im Apple Store. Und plötzlich gehen alle weg. Aber das habe ich auch mal gemacht, so weil sie mich aufgeregt haben, weil irgendwie es sind recht schnoddrig waren, wo ich etwas habe wollen flicken da. Und bin nach einer Stunde Laden und das alles eingestellt und bin wieder raus. Das ist so geil, die Rache des kleinen Mannes. Ja, gell? Genau. Das sind so wie, irgendjemand hat mir mal erzählt, dass wenn er einen Bus muss zahlen, dass er immer 5 Rappen mehr zahlt. Ja, genau. Weil es mega administrativer Aufwand ist. So, also auch primitiv. Jo, und wieso, Alter? Ja. Ja, er hat ja falsch parkiert, oder? Das ist eigentlich die Fehler, dass du zu schnell fahren bist. Ja, Frankie, du musst glaube gehen. Also, ich verabschiede mich mal, aber hat sehr viel Spaß gemacht schon mit euch zwei. Ah, nein, hat sie glaube abgestellt. Hast du jetzt abgestellt? Jetzt hat sie abgestellt, ja. Sorry, also komm. Du hast ja noch Zeit. Mein nächster Termin ist um 6 Uhr im Plaza. Also von dem her, ich kann nicht... Ja. Ich gehe mit dem Meier schauen heute Abend. Ja. Also, ja. Und ich habe ihm noch einen Whisky mitgebracht. Ich bin gespannt, ob er ihn vor oder nach der Show trinkt. Oder während? Nein, er muss eben gerade wieder gehen nachher, darum treffe ich ihn vor der Show schnell, weil ja, Quarantäne, sonst 24 Stunden hat er Zeit. Ah, darf nur 24 Stunden in der Schweiz bleiben? Ach, das ist ja kacke. Ah, ist das jetzt der Deal? Wir sind Risikoland. Ja, du kannst ja auch auf Berlin, aber nur 24 Stunden. Bist du länger als 24 Stunden gesehen? Ja. Oh. So. Und das lässt jetzt so aufgelöst und geht. Ja, jetzt, ich habe einen Termin bei der Fußpflege, hat sich nicht schieben, ich bin weg. Tschüss. Nein, sag schnell, aber du hast ja eine Bewilligung gekriegt. Darum ist das gegangen. Jesus, ich bin gegen das Kabel gestanden. Ja, ich habe tatsächlich eine Ausnahmebewilligung bekommen, dass ich darf in Berlin die Show spielen und wieder zurück. Wir müssen das Hygienekonzept vom Quatsch Comedy Club als BAG leiten. Das sind 42 Seiten. Und das hat, glaube ich, gelangt als überzeugendes Argument. Ja. Und dann, als ich zurückgekommen bin, Als ich zurückgekommen bin, habe ich im Flüger noch so ein Fötzel abgegeben, zusammen mit dem Quarantäne-Ding. Und ich habe gesagt, ja, wir leiten das alles weiter. Und ich habe gedacht, was ist, wenn das nicht ankommt und so. Und habe dann zweimal am BAG angerufen, um quasi nochmal rückversichern, stimmt das jetzt alles? Und die haben gedacht, 90 Minuten in der Warteschleife sind niemand abgenommen. Zweimal. Wirklich? Ja, eines bin ich aus Versehen auf den Knopf gekommen und habe selber abgehängt. Wie ärgerlich, nach 90 Minuten. Und das zweite Mal nach 90 Minuten einfach irgendwie rausgehängt. Du weißt, was das heisst? Das heisst, beim BAG arbeiten UPC-Mitarbeiter. Ja. Ja, das gleiche Kunde dir. Genau. So, also. In Budapest. Genau. Tschüss, mein Lieber. Was ist jetzt? Fußpflege, wirklich? Nein. Okay. Ich kann das Meeting. Natürlich, Meeting.
Meeting. Mit der Fachhochschule, so nennt man Studenten. Fachhochschüler, 98. Die Stricher sind einfach unverschämt, wie sie sich nennen. Ja. So. Frankie. Es ist so spannend im Zuschauen. Ich könnte das jetzt nicht sehen, wir müssen es kommentieren. Frank doch, doch, schau, jetzt siehst du ihn in der Totale. Ah, nächste Werbung. Das ist doch, ich kann nicht sagen, aber so ein, das ist der Starbucks gesagt. Ja, weil auf der einen Seite ist er einfach braun und das ist ein regelmäßiges Zeichen dafür, dass du immer Sexshop oder etwas eingekauft hast. Sind die schwarz? Jetzt. Nein, ich bestelle heim. Der Vujo liefert jetzt an. Kommst du ein bisschen closer? Ja. Der Joel macht jetzt Kamera mal. Man muss das unbedingt schauen. Hey. Nicht schlecht. Ja. Also ich schaue nachher dann so. Ich schaue dann dich über. Soll ich noch ein bisschen überrutschen? Jetzt ist die Bombe. Spannendste 3 Minuten, die je in einem Podcast sind. Da bin ich ganz ehrlich, so Zeugs kann man auch ein bisschen schneiden. Ah, habe ich geschnitten? Also so Sachen schon. Ja. Ja, wenn wir eine Pause machen. Ja, das ist ja klar. Aber kann man da noch angeben, was man gerne draus haben möchte? Ich sage mal so. Die Geschichte hast du, glaube ich, mitgekriegt. Ah ja, stimmt. Stimmt, ja. Das habe ich einmal gemacht. Und komischerweise ist dann der ganze Podcast draus gesehen. Ja. Das mache ich nicht. Ja. Ah, komisch. ja, nein, ich habe das... wir haben das auch gehabt, wir machen bei der Ehrenrunde unserem Fußball-Podcast, sagen wir auch immer vorher, schau, es wird nicht geschnitten. Yeah. Und einer hat sich da auch wirklich nicht dran gedacht, er hat wirklich eine Liste geschickt mit allen Themen, die er draus haben will. Oh. Und wir sagen 45 Minuten an im Podcast und sein ist dann, glaube ich, 35 Minuten gewesen. Yeah. Und das finde ich einfach, das ist einfach uncool. Und es ist nichts gewesen, wo du jetzt hast sagen, okay, ja krass, jetzt hat er irgendwie etwas verraten, was man nicht gewusst hat oder irgendwas, sondern es ist einfach nur Eitelkeit. Ja, aber darum bin ich mittlerweile, bin ich auch fast schnoddrig, was so Gegenlesen von Interviews ist. Weil einfach, ich denke dann so, wenn es nicht komplett falsch ist, im Gegensatz zu dem, was ich jemals gesagt habe. Pff. Ja, und ich komme natürlich aus dem Print, also ich habe ja als Printpraktikant angefangen. Ich weiß, wie unfassbar mühsam das ist, wenn du einen Text schreibst und der Interviewer stellt dir den ganzen Text nochmal um, wenn dann plötzlich etwas anderes in den Sinn gekommen ist, auf die Frage. Yeah, genau. Und das finde ich immer so... Oh. Nein, eben, so, ich bin immer... Ich meine, es ist ja ein Podcast, was wir hier labern, so kommt es raus, oder? Und dann denke ich immer so, wenn es plus minus das ist, was ich damals gesagt habe, natürlich hat die jetzt vielleicht eine geilere Antwort. Aber dann habe ich das damals so gesagt. Scheißegal, weißt du? Aber es ist eben höchstens inhaltliches Zeug, was einfach nicht stimmt. Das heißt, das musst du jetzt halt gleich noch schnell ändern, weil... frag mich nicht, ich habe noch nie dort und dort gespielt. Ja, oder weißt du, so etwas. Ja. Und dann schaue ich aber auch, das weiß ich auch der Christoph Schätzer und so Menschen, ich schaue dann, dass man etwa die gleiche Anzahl Zeichen hat. Ja. Weil das ist ja das Mühsamste. Das Entscheidende. Dass, wenn einer dann umschreibt, hast du auf einmal einen doppelt so langen Text, als das, was du mal hast wollen. Das ist ja auch nicht die Idee. Nein, dort schaue ich schon. Aber ich bin dort auch total liberal bei so Sachen abnehmen. Bei den meisten, also wirklich, bei den meisten Interviews sage ich einfach, ja, schick's und dann korrigiere ich noch das Alter, das falsch geschrieben haben, eben, gut ist. Genau. Aber ich finde beim Rest, und sind wir mal ehrlich, also... Es interessiert ja keine Sau. Keine Sau. Es ist wirklich, am nächsten Tag ist es auf dem Altpapier und es interessiert niemand mehr. Oder? Ja. Und darum eben finde ich auch bei so einem Podcast, ohne Scheiß, inhaltlich schneide ich eigentlich nichts, sondern ich schneide einfach so, wenn ich jetzt merke, eben, 3 Minuten Umbaupause, bis der Frank geht, das ist ein bisschen langweilig. Aber am Schluss bin ich dann auch zu faul, um es wirklich rauszuschneiden. Ich finde es so, Man lässt es drinnen. Ja, Podcast wird das Einzige sein, was du jetzt noch machst, die nächsten paar Wochen und Monate. Schon wieder. Schon wieder. Nein, wieder ein bisschen mehr saufen in dem Fall. Ja, das, oder wieder mehr saufen. Wenn das wieder passiert. Nein, aber also auf das habe ich mich eingestellt. Ja. Also wirklich, darum ist mir auch klar gewesen, der Herbst hat bei mir auf dem Papier, Stand August oder so, hat er ausgesehen wie noch nie. Mhm. Also sonst habe ich, der Herbst ist eh Hochsaison, normalerweise. Genau. Ja. Oder? Also sonst habe ich vielleicht 5 in der Woche gehabt und dort kannst du wirklich sagen, ich weiß nicht, wenn ich mal einen oben frei habe. Mhm. Jetzt wahrscheinlich einfach nicht so. Mhm. In der Theorie. Ja? Mhm. Und dann sagst du, aber das machen wir jetzt auch so, sprich, der Kalender ist so voll, wie es nur geht, weil ja. Es wird Ihnen ausfallen. Die letzten paar Tage ist wirklich so gesehen, wenn ich, vor allem die Zeit, wo ich aufstand, ja, Flugmodus mal raus und mache, ist richtig können zählen.
Wie viel? Absag. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ja, es ist wirklich so. Aber die, die eben noch sind, da bin ich wirklich optimistisch, weil ich so finde, das Konzept von Heben. Ja, und ich habe jetzt mehrfach gespielt, zum einen mit Maskenpflicht. Wir haben gestern den Comedy Roast aufgezeichnet im Casino-Theater. Das war voll, gewesen, also wirklich voll, voll. Gab irgendwie 400 Leute und eine Stimmung. Die Leute, die kommen, haben hohe Freude. Richtig. Also, und darum finde ich das so wichtig. Ich habe jetzt auch das Feedback bekommen. Ich habe in Basel im Foto gespielt, wo die machen ja wirklich alles. Maskenpflicht plus Abstand, plus begrenzt auf 100 irgendwie. Ja. Und da hat jeder im Moment so praktisch zwei Sitze vor, hinten und nimmt sich frei. Und Logenplatz. Sozusagen Logenplatz. Und das ist wirklich das Feedback, das von den Leuten gekommen ist, dass man viel sich viel freier fühlt, wenn nicht gerade links und rechts einfach wirklich Arm an Arm bist. Yeah, yeah. Du fühlst dich wie auch nicht so beobachtet, wenn du lachst und so. Also für die Stimmung. Ich habe keinen Unterschied gemerkt, ob es 100 oder 200 Leute sind. Nein. Ich merke keinen Unterschied, ob es 10 oder 12 sind. Also. Und die Alten, die eh nur aus Langweilig kommen, die bleiben jetzt die Heim, wenn sie Schiss haben. Das sind jetzt nicht die, die Stimmung machen. Nein, die Stimmung ist wirklich immer Bombe. Also eben, jetzt spiele ich dann gerade dreimal zu Basel. Bis der draußen ist, werden wir sagen, ist das Bombe gesehen. Ja, es ist so abgegangen. Ja. Aber darum, die, die angesetzt sind, ich habe das Gefühl, da können wir jetzt auch noch viel spielen. Und, was eben auch noch wahrscheinlich wird sein, man kann wahrscheinlich auch kurzfristig Shows aus dem Boden stampfen. Weißt du, wo irgendwie sagst, wenn es gerade gut aussieht, dann sagst du halt nicht gerade Chapelle übermorgen, aber in einer Woche, zwei. Komm, wir machen eine Show. Geil. Ich habe das Gefühl, das könnte funktionieren. Macht vielleicht ein bisschen Chance. Es kommt frei. Extrem auf die Medien drauf an, was sie jetzt aus dem machen. Ja. Ich habe es ja geil gefunden, wie irgendwann hat doch mal der Blick behauptet, er tut nicht mehr die täglichen Infektionszahlen posten. Sondern Positivitätsrate. Ja. Macht das immer noch? Beides. Ja, sie machen beides. Okay. Das haben jetzt mittlerweile alle gemerkt, dass Positivitätsrate eigentlich die entscheidende Zahl ist. Eigentlich nochmal entscheidender sind die Belegungen von den Intensivstationen. Ja, weil am Schluss vom Tag machen wir das ja, um die Spitäler nicht zu überlasten. Also wir werden nicht alle können retten, aber wir müssen auch schauen, dass das Zeug nicht überlastet ist, weil wir haben eben auch sonst noch in Notfällen. So. Ja. Und, ja. Blinddarm, so Idioten. So Idioten, die plötzlich einfach einen Blinddarm haben. Gott. Ja, mich nimmt es mehr Wunder, was es gibt, was mit der Gesellschaft macht. Du siehst es jetzt nur schon in der Comedy Family, oder? Wo irgendwie, ich kann das mit Sorge beobachtet, wie das jetzt irgendwie abgegangen ist. Und, also wir haben gestern den Comedy Roast gehabt und ich habe mich auch bewusst, es ist um Corona gegangen beim Comedy Roast und ich habe bewusst gesagt, ich schiesse nicht auf Comedy-Kollegen, die nicht anwesend sind, weil ich wie finde, ein paar von diesen Exponenten haben unsere Branche nicht unbedingt genützt in den letzten paar Wochen. Das war wirklich teilweise ein trauriges Theater gewesen. Und ich finde einfach, ja, mich schießt das an, weil wir haben so eine gute Stimmung in dieser Comedy Family. Und jetzt droht das irgendwie halt so ein bisschen, zumindest die kleinen Teile. Das glaube ich nicht, weil das sind schlussendlich die Familie ist so gross. Irgendein komischer Onkel ist in jeder Familie, der dann halt auf irgendwann nicht mehr ans Fest einladest. Ja, klar. Weißt du? Ja. Nein, es ist mehr das. Das hat Christoph jetzt sehr amüsiert. Ja, der komische Onkel ist nicht das Problem. Das Problem ist halt, dass der komische Onkel das über die Zeitung macht. Oder? Das ist halt, wieso muss man das öffentlich machen? Ja, ich in dem Moment bin ich ein bisschen traurig gewesen, weil ich so finde, wir haben ja eigentlich eine tolle Szene und das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Habe auch gedacht, ich gebe dem zum Beispiel im Podcast also gar nicht groß Raum, weil und dann bin ich gekommen. Ja, jetzt reden wir schnell drüber und das ist ja okay. Weil, das ist ja auch das Tolle am heutigen Medienzyklus, das ist irgendwie fucking nicht einmal 24 Stunden ein Thema. Ja, ja. Dann wird es wieder weggespielt. Ja, und wir haben es jetzt nach irgendwie knapp 2 Stunden Gespräch gemacht, damit der Blickpraktikant, der es hören muss, wahrscheinlich eh schon abgehängt hat. Lass jetzt, der Blickpraktikant ist eh noch nie auf die Idee gekommen, den Podcast zu hören. Zum Glück. Ja, eben, weil eigentlich, was da alles erzählt wird, kannst du gut fühlen. Heilige Scheiße. Ja. Kannst du gut fühlen. Kannst ein paar People-Seiten voll machen. Ja. Aber ist ja auch okay so. Es ist natürlich das einfacher, wenn man es noch jemand anders abschreiben kann. Ja, und ich finde es eigentlich auch schön, so, dass die Menschen, die den Podcast hören, schauen. Nennen sie die Waren. Ja. Was? Die Waren. Ja, die kriegen das von mir aus mit. Das ist ja auch okay. So. Ja.
Aber nein, ich habe mir dort aber wirklich nicht so Sorgen gemacht denn mit dieser ganzen Geschichte, sondern eben, mit unserer Szene wird das auch nicht so viel machen. Und ich glaube, mit der Gesellschaft wird es auf die Länge nicht so viel machen. Sondern in realistisch, was hat der Koch gesagt? Realistisch ist, dass im Sommer 22 Minuten mehr davon merkt. Das tönt nach einer langen Zeit. Das tönt aber, wenn du überlegst, was 2 Jahre sonst zum Teil sind, tönt es jetzt auch nicht nach einer Ewigkeit. Es gibt ja die alte Weisheit vom 5-Jahres-Problem. Ist es ein Problem, was es in 5 Jahren auch noch gibt? Dann kann man sich wirklich Sorgen machen. Und sonst. Ja, schade für den Victor, dass er es nicht mehr erlebt. Bist du noch im Roast-Modus? Ja, ich bin noch Victor hat mir heute Morgen geschrieben, natürlich sind der meiste Witze über Victor sein Alter, dass er bald stirbt, und über meine Lungenkrankheit, dass ich auch bald stirb. Also wir sind eigentlich gestern etwa 10-mal tot gesagt worden auf dieser Bühne. Und er hat mir dann heute Morgen geschrieben, für das, dass so ein Gast ständig tot an wollen sehen, sind wir irgendwie hure fit heute Morgen nicht. Und dann habe ich gefunden, es geht. Aber, ja. Mir fällt gerade ein, nämlich, wo wir das letzte Mal den Podcast gemacht haben, ist, glaube ich, ein Tag gesehen, bevor wir den ersten Roast gemacht haben im Casino Theater. Mhm. Gell? Mhm. Das haben wir dann noch nicht gemacht. Oder sogar 2-3 Tage vorher. Ja. Stimmt. Das war recht geil in oben gesehen, muss ich sagen. Ja. Und das gestern, finde ich, gestern haben alle noch mal ein Stück besser performt. Ja. Ich bin mit Abstand der Schwächste gewesen. Und mich ärgert es mega, weil ich ein sehr lustiges Warm-up gemacht habe, wo eigentlich nur spontan war. Yeah. Und nachher habe ich nicht abgeliefert in der Show. Und das hat mich mega mögen nachher. Okay. Ja. Ich weiß noch dort, wie alles okay war, auch während der Show, weil wir haben ja dort, jetzt für dich gestern, ist wahrscheinlich schon wieder etwas anderes gesehen. Man hat das schon mal gemacht. In diesem Format so in der Schweiz. Ja, plus es war Fernsehen. Genau. So. Man weiß ein bisschen jetzt, wie es geht. Mhm. Ja. Und wir haben damals, weiß ich noch, haben wir alle so ein bisschen, nicht Schiss, aber Respekt davor gehabt, die Menschen, die jetzt kommen, vor allem im Casinotheater, irgendwie gerade nach Weihnachten oder vor Weihnachten. Vor Weihnachten, Christmas Rose gesehen. Checkt ihr überhaupt, was da abgehen wird? Dass das wir uns, nach Weihnachten. Nach Weihnachten, 27. So. Dass wir uns aufs Härteste jetzt werden beleidigen. Ja. Und da habe ich auch etwa 5 Reminder-Mail bekommen von den verschiedenen SRF-Abteilungen. Du, das bitte wirklich ganz gut einführen. Gell? Yeah. Du musst nochmal sagen, dass es wirklich das sehr böse ist. Ja, das sind ja keine Idioten. Ja, und vor allem eben, dort ist es geil gewesen, weil das Publikum, ich als Erster musste. Also du hast ein geiles Warm-up gemacht und dann habe ich schon loslegen. Und das Geile ist gesehen, die Leute haben sich gerade auf das Level eingelassen, weil ich gefunden habe, ich halte jetzt nicht zurück, oder? Sondern voll rein. Und sie haben auch alles lustig gefunden und alles geil gefunden, außer Jokes über deine Krankheit. Ja. Dort ist so die Grenze. Ja. Das war gestern lustigerweise nicht gewesen. Ja. Ich glaube, weil ich es halt wie auch vorher gesagt habe, auch im Warm-up gesagt habe, dass das alles völlig okay ist und wir das auch abgesprochen haben miteinander, was man darf und was nicht. Ich glaube, das hat dem Publikum ein bisschen geholfen. Es ist dann lustig gewesen, wo ich habe dann den Joke gemacht, ich hoffe, Patti Basler kommt bald Corona über. Mich nimmt so Wunder, weil das Wortspiel auf ihrem Grabstein steht. das ist wirklich einfach Dead Silence gewesen. Wirklich kein Lachen. Okay. Und ich habe eigentlich gedacht, das ist nur eine geile Pointe. Yeah. Und dann habe ich aber wirklich schnell müssen reagieren und habe gesagt, okay, Witze über meinen Tod sind okay, aber bei ihren ist es nicht in Ordnung. Und so. Yeah. Und das ist dann wieder ein Lachen gewesen, weil die Leute wie selber gemerkt haben, ja gut, okay, er hat den Huren eingesteckt eigentlich. So. Das ist fair enough, wenn er jetzt einmal. Aber meine Lieblingspointe war eine andere, nämlich Patti Basler, muss man sagen, hat das Coronavirus verteidigt. Sie war sozusagen die Pflichtverteidigerin vom Coronavirus. Und ich sagte, ja, ich meine, warum macht man so einen Job? Für mich gibt es eigentlich nur eine Erklärung. Patti Basler liebt das Coronavirus, weil es das einzige Lebendige ist, das sie eindringen will. Das war meine Lieblingspointe. Ja. Ich weiß noch, ich habe das der Stärkste gefunden, vor allem zum Anfang. Habe ich gedacht, das ist geil. Und dort war auch totenstill gesehen. Weil es war ja der Roast of Victor Jacobo. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich würde sagen, wir füllen an, bevor er stirbt. Ich meine nicht den Victor, ich meine der Büssi. Und wirklich, ich habe es gefunden. Alle so. Ui. Was? Was? Ich bin gerade der Einzige, der gelacht hat. Ja. Ja, die anderen auf der Bühne auch. Aber das ist dann jemand gesehen.
Aber alles andere war super easy gesehen. Und ich finde es geil, dass das Format von einem Roast auch in der Schweiz langsam. Ja, ich hoffe, es bleibt dann auch, gell? Das funktioniert. So, ne? Wer könntest du roasten? Es muss ja jemand bekannt sein. Der Baschi. Fucking Baschi. Baschi kannst. Chris von Rohr, glaube ich aber nicht, dass der den Humor hat, um dort hinzusitzen. Ich weiß es nicht. Ein Roger Köppel wäre natürlich grossartig. Ja, und genau da habe ich jetzt auch gedacht. Ja. Der müsste aber wie auch eben halt, also der Roast muss ich dann immer auch dort sein. Ja. Ich traue es lustigerweise dem Köppel noch zu. Auch weil es halt Aufmerksamkeit. Also der Gladner wäre zum Beispiel, der würde so von dir sitzen. Der Köppel ist mal zum Knack in seine Late Night Show. Ja, dort bin ich dabei gewesen. Ja. Das ist eskaliert nachher. Das ist völlig eskaliert nachher, weil der Knack, und das ist auch wirklich daneben gewesen, der Knack hat in der Show angefangen, die Frau angreifen vom Köppel. Respektive ist zu dieser runter, ins Publikum, die ist in der ersten Reihe gesessen und hat sie, die ja ursprünglich auch ausländischer Abstammung ist, anfangen befragen, wie sie das findet, wie ihr Mann über die Leute redet und so. Mhm. Und da hat natürlich ein absolutes Tabu gebrochen. Weil ich auch finde, die Familie von Politikern und Familienmitgliedern, das langst nicht an. Yeah, yeah. Und dann ist der Köppel ist auf der Bühne extrem professionell geblieben, hat gesagt, hey, das geht nicht und das ist nicht abgemacht gewesen und so. Und draussen ist er dann aber richtig hässig und ist auf den Knecht los und auch völlig zu Recht. Ja, das finde ich immer schwierig, weil ich habe das Gefühl, das ist also nicht spezifisch der Knack oder so, aber gerade vermeintlich progressive Menschen tun oft etwas absolut nicht Progressives machen im Gutgedanken. Die Intoleranz von der Toleranten. Ja, genau. Ja. Genau. Weil eben so etwas wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Ja, aber das ist immer halt, wenn es extrem wird, wird es auch extrem schwierig, oder? Das ist halt. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Hey, seit dem letzten Podcast hat mir noch einiges passiert. Du bist ja einmal schweigen, hast du damals noch angekündigt. Ja, das Schweigenkloster. Und soll ich dir etwas sagen? Ich frage dich jetzt, weil wir auch privat nie wirklich über das geschwätzt haben. Ja. Ich habe dich in deinem Podcast mal kurz darüber schwätzen hören. Ja, richtig. Aber viel mehr habe ich nicht mehr gekriegt. Ja, beste Vorbereitung auf Corona ever. schon vorher. Es hat mir, also das ist ja tatsächlich so gewesen, vom Timing her eigentlich perfekt. Ich bin am 26. Februar auf dem Berg in Jura und bin am 8. März, glaube ich, rausgekommen. Ich habe noch allen gesagt, ich habe gesagt, du Büssi, weil du hast mir gesagt, du kriegst ja keine nichts. Medien, wir haben nichts, das Handy müssen abgeben, wir gesagt, haben nichts gehabt. Der Büssi ist gegangen, wo quasi noch nichts gesehen ist. Ich kann dir sagen, die letzte Push-Meldung, die ich bekommen habe, bevor ich mein Handy abgestellt habe und in Safe gegeben habe, war der erste Corona-Fall in Neuenburg, also der erste außerhalb des Tessin. Yeah. Und ich weiss, ich habe das Handy abgestellt und dachte, ja gut, wenn ich es wieder anstelle, haben wir vielleicht so 50 Fälle in der Schweiz. Yeah. Und dann waren wir 10 Tage dort und haben geschwiegen. Und 10 Tage? Jesus. Also es sind insgesamt 12 Tage, 10 davon schwiegend. Mhm. Und du hast wirklich nichts mitbekommen. Und am Abend vom 10. Tag, also ab dem Nachmittag, darfst du miteinander reden. Mhm. Und die Leiter, die haben natürlich ihr Handy gehabt. Und irgendwann sagt am Abend einer der Leiter, du, die haben Basler Fasnacht abgesagt. Und dann hast du so gedacht, okay, shit is getting real. Yeah. Und dann bist du wirklich, also, und dann habe ich das Handy angestellt, dann am Morgen vom 12. hast du es zurückbekommen. Musst du zu noch schnell sagen, ja. Sie haben Basler und die Berner Fasnacht abgesagt. Ah ja, Entschuldigung. Entschuldigung, liebe Berner, dass wir eure Fasnacht vergessen haben. Wie hat das können passieren? Die zwei Gucken haben wir doch noch erwähnen. Hat jetzt Zürich, glaube ich, abgesagt. Hat die 5 Leute auch extrem getroffen. Ja. Und dann habe ich. Ohne Kostüm am Staufacher gesaufen. Ja, genau. Das wäre ich jedes Jahr. Und dann habe ich das Handy angestellt und dann hast du wirklich das Gefühl, jetzt ist zweimal die Apokalypse über die Schweiz hineingezogen. Und wir haben einen Witz gemacht, wo wir mit dem Bändchen runtergefahren sind und gesagt, was ist, wenn wir die Letzten sind und eine neue Zivilisation gründen. Es ist wirklich. Da hast du wirklich das Gefühl, wenn du aufs Handy geschaut hast, das gibt es gar nicht. Ja. Das ist, ja. Ja, aber es ist eine super Zeit, also tough ohne Ende. Ich habe bis zum Tag 8 hat's keine Stunde gegeben, wo ich nicht heim wollte. Es hat zwei wilde Momente gegeben. Der erste war am Freitagabend, ich bin am Mittwoch rein. Freitagabend, wo ich um 8:45 im Bett gelegen bin, wie immer. Um 9 ist eigentlich fertig, dann bist du ins Bett. Und gedacht habe, jetzt wäre ich auf der Bühne vom KQL und würde Swiss Music Awards moderieren. Mm. Und ich liege jetzt mit zwei Dudes, die ich nicht kenne, schwiegend in meinem Zimmer. Mm-hmm. Das war einfach so für mich ein extrem absurder Moment. Ja. Und das andere war am Tag 7,
dort hätte ich Geburtstag gehabt. Ja. Das war mein 35. Geburtstag. Mhm. Also ich habe ihn auch gehabt, nicht ich. Ja, ja, ja. Mein 35. Geburtstag, ich kann so viel sagen, worst party crowd ever. Es also, hat es niemand gewusst, logischerweise. Yeah. Also ich auch niemandem können sagen. Und das war schon noch speziell gewesen, so. Ja. Vor allem auch nicht können Mami anrufen und Freunde nicht gesehen und yeah, so. Yeah. Party hat mir jetzt nicht gefehlt. Und, nein, sonst wäre ich ja gekommen. Und hat, eben, dann hättest du wieder deine Boschi-Tanz aufgeführt. Es ist eine extrem spannende Zeit gewesen. Also man muss sich das wirklich vorstellen, es hat am Morgen um 4 Uhr angefangen. Um 4 Uhr bist du geweckt worden vom Gong und um 4:30 ist es losgegangen mit der ersten 2-stündigen Meditation. Und nachher bist du wirklich 11 Stunden während einem Tag im Schneidersitz gesessen und hast meditiert. Und ich weiß nicht, ob du dich mich 11 Stunden in einem Schneidersitz pro Tag kannst vorstellen. Aber es geht. Mhm. Ja. Und es macht extrem viel mit dir. Ja. Also zuerst mal merkst du, wie krass dein Geist abgelenkt ist vor allem. Also du bist eigentlich wirklich ständig nur in Gedanken und da. Und das kannst du wieder nicht abstellen im ersten Moment. Und das macht dich fertig. Wirklich. Das macht dich kaputt. Und ich habe wirklich, nach 2 Tagen bin ich zum Leiter, also zum Lehrer. Und wenn du ein Problem hast, mit ihm hast du als einziges reden. Und zwar immer während der Mittagspause von 1 bis 2 hat es so Slots gegeben, wo man sich eintragen konnte, hat man 10 Minuten mit ihm reden. Und dann bin ich wirklich am zweiten Tag bin ich gegangen und habe gesagt, sie, ich glaube, ich muss das abbrechen. Und dann hat er gesagt, wieso? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin irgendwie aus unerklärlichen Gründen einfach traurig. Ich fange einfach aus dem Nichts an heute, wenn ich am Spazieren bin. Und ich bringe die verdammte hure Zeit nicht über und Gefühle nicht unter Kontrolle und so. Und dann hat er mich angelacht und gesagt, in dem Fall wirkt es. Gratulieren, weiterarbeiten. Hm. Und was willst du auf das aber sagen? Yeah. Dann ist mir so, ja. Fuck, ja, und vor allem wahrscheinlich kommen noch viele Menschen und sagen ihm das. Natürlich. Yeah. Ja. Und dann geht es dann wirklich, das sind dann x Sachen noch gewesen, wo, ja. Und einfach wie auftauchen, halt so. Es tauchen extrem viele Gefühle auf, du kannst sie aber nicht zuordnen. Mhm. Du weißt, wie es ist ja nicht so, dass Selbstbewusstsein kommt und sagt, hallo, ich bin selbstbewusst, wollen wir mal reden miteinander? Ja, du merkst einfach, irgendetwas ist scheiße und es wird gerade verarbeitet, du weißt nicht was, und du musst es einfach aushalten. So. Yeah. Und das ist wirklich, es ist extrem tough gewesen. Und es hat einen Moment gegeben, das war am Nachmittag vom 6. Tag gewesen, wo plötzlich ein unfassbares Glücksgefühl eingesetzt hat. Aus dem Nichts fast. Bin ich wirklich fast platzt vor Glück. Also ich glaube, da ich nie Drogen genommen habe, kann ich es wie nicht vergleichen, aber ich glaube, genau so muss ich es anfühlen. Also wirklich, ich war auf einem High, gewesen, völlig unerklärlich, 3-4 Stunden lang und am nächsten Morgen ist es wieder scheiße. Aber es ist wirklich... Einfach mal den Dopaminkessel ausgeleert. Ey, keine Ahnung, was dort passiert ist, aber wirklich uhuere geil. Und es hat mir extrem geholfen für die Zeit dann während Corona, weil ich halt wirklich ein Instrument bekommen habe, mich und meinen Geist zu beruhigen und in die Ruhe hineinzukommen. Und das ist gerade so in den ersten Tagen dieser Pandemie extrem wichtig gewesen. Und mir hat es 10 Tage Panik erspart. Ja. Yeah. Also ich glaube, ich wäre natürlich schon viel, viel ängstlicher gewesen, wenn ich 10 Tage lang all die mediale Kacke an den Grind bekommen hätte. Mm-hmm. Schon wo ich jetzt halt wie einfach nicht, gar nicht mitbekommen habe. Und es eigentlich extrem entspannt gewesen ist, so für mich. Ja. Ja, ich habe mir gerade überlegt, während du das erzählt hast, eben so die Stufen, die man durchmacht. Ich habe das Gefühl, mega viele Menschen haben während dem Lockdown, vielleicht nicht in denen extrem, aber so ähnliche Wege gehabt mit ihren Emotionen. Weißt du, die ein bisschen Schwingungen. Weil ja. An einem Tag findest du, voll geil, super. Ja, am nächsten Tag findest du wieder, oh mein Gott, ist das alles beschiss. Und so weiter und so fort, oder? Und fährst dann auch automatisch an, Medien mit dir selber auseinanderzusetzen. Mhm. Also eben, haben wir ja auch gemerkt, wie das bei gewissen denen in auch andere Richtungen gehen kann. Ja, aber ich glaube, es gibt die sich anfangen, mit sich selber, mit der Welt, mit Sachen, die man halt nicht kontrollieren kann, auseinandersetzen. Und dann gibt es halt die sagen, ich akzeptiere die Situation nicht und ich suche jetzt so lange nach einem YouTube-Video, wo mir sagt, warum ich schon recht habe, dass das alles blöd ist. Ja. Und das sind so die zwei Wege, wo du halt kannst damit umgehen kannst. Ich wollte jetzt nicht sagen, der eine Weg ist richtig, aber ist schon. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass du dann ja, halt wie gezwungen bist. Und das ist für mich halt nicht ein neues Gefühl gewesen. Und ich glaube, darum habe ich auch die Pandemie nicht gerade auf die Lichtschulter nehmen können. Aber ich bin tatsächlich nie im Panikmodus gewesen, obwohl ich
am Anfang ja von einer grossen Gefährdung ausgehen, bin ich nie in Panik verfallen. Weil ich wie gewusst habe, ich kenne das, wenn du von der Gesundheit ausbremst wirst. Das passiert mir nicht das erste Mal. Mhm. Für viele ist das aber halt eine neue Erfahrung gewesen. Und darum habe ich auch verstanden, dass ein paar auch einfach durchgedreht sind. Und was für alle natürlich eine neue Erfahrung war, ist, dass du auch quasi gesellschaftlich und in deinem normalen Leben ausbremst wirst. Oder? Ja. Ich zum Beispiel habe gesagt, für uns Künstler hat man sich ja, also ich bin mir Krise gewöhnt. Ja? Mhm. Früher sind sie oft selbstverschuldet gesehen. Jetzt zum ersten Mal habe ich können sagen, jetzt nicht wirklich mein Fehler. Ja? Aber irgendein Coiffeursalon, wo zum ersten Mal einfach muss dicht machen, Restaurants, all das Zeugs. Dort habe ich dann so gedacht, das ist auch komplettes Neuland für dich. Mhm. Und das ist mega schwierig zum bewältigen, sozusagen. Mhm. Habe ich das Gefühl. Hast du jetzt mit der Schwiege, mit dem, wie nennt man das eigentlich? Schwiegemeditation, ja, Schwiegekloster, also Meditation, ja. Besuch, ja. Hast du Langzeit Wirkung und Verbesserung in deinem Leben? Ich habe es nachher viel zu wenig konsequent weitergezogen. Aber es ist schon so, dass wenn ich jetzt mal meditiere, und das mache ich doch ab und zu, du bist extrem schnell drin. Also es ist wirklich so, sobald ich die Musik wieder höre, die wir immer gehört haben, etc., dann geht es zack und ich bin drin. Das ist etwas, was ich mir vorher nicht hätte vorstellen können, wo glaube ich auch nur geht, wenn du es wirklich in dieser Intensität gelernt hast. Aber es ist natürlich nie der gleiche Effekt, den du jetzt erzielst. Also du bist wirklich am Schluss von diesen 10 Tagen bist du durch deinen Körper durchgeflossen. Das klingt wahnsinnig esoterisch. Ist aber tatsächlich so, dass du wirklich hast können sagen, ich will jetzt ein Krüsel im linken Zehen und dann ist es 2 Sekunden gegangen und dann hat der Krüsel wie blöd. Also du hast deinen Körper extrem unter Kontrolle. Spürst dich quasi mega. Brutal. Ja. Also das ist natürlich logisch viel auch Autosuggestion etc., aber es wirkt und das ist etwas, was die Heime nicht mehr klappt. Das schaffst du nicht mehr. Aber ich meine auch nicht mal das, sondern vielmehr so, ich nehme an, in diesen 10 Tagen, zuerst gehst du einfach mal so alle Emotionen durch und dann wirst du ja auch irgendwann so gewisse Erkenntnisse haben über dich. Ich habe mega Angst vor dem. Über das Leben von außen. Ich hatte es im ganz Kleinen mit der Weltreise. Wenn du 4 Monate weg bist und irgendwann auch hauptsächlich mit dir selber unterwegs bist, lernst du mal dich ein bisschen besser kennen und vor allem kannst du von außen das Leben im normalen Zeitraum und Ort anschauen und merkst so, wieso mache ich das eigentlich? Und wieso bin ich dort so? Und so weiter und so fort. Oder? Und dann bin ich zurückgekommen und hatte das Gefühl, ich habe jetzt so das absolute Wissen über alles und das ist voll geil. Und so für ein halbes Jahr funktioniert es auch, obwohl ich privat recht viel komische Erlebnisse und Rückschläge hatte. Aber dann wird sich ja die Leben wieder verändern. Das heißt, die Formel. Ja, und der Alltag holt dich wieder. Aber vor allem die Formel, die du für die Zeit gehabt hast, funktioniert dann auf einmal nicht mehr ganz für die neue Zeit, die jetzt irgendwie anbricht. Und darum frage ich eher. Weißt du, hast du also die Erkenntnis gehabt von außen, wo eben jetzt immer noch. Ich habe verschiedene Erkenntnisse gehabt. Bin da gleich durchgegangen wie du. Vieles hat sich nachher nicht umsetzen lassen. Respektive habe ich auch einfach nicht konsequent umgesetzt. Bin einfach zu schwach gewesen. Punkt. Und wiederum habe ich die schöne Erkenntnis gehabt, dass ich grundsätzlich mit dem, was ich mache, in meinem Leben hure happy bin. Und dass das sicher das Richtige für mich ist im Moment. Und vor dem habe ich mega Schiss gehabt. Ich habe auch meinem Chef bei SRF gesagt, los, ich gehe dort 10 Tage rein. Ich weiß nicht, was das mit mir macht. Vielleicht habe ich das Gefühl, ich muss nachher einen Strandkaffee auf Hawaii aufmachen. I really don't know. Aber ich warne dich einfach schon mal vor und so. Und ich habe es auch ein bisschen Angst gemacht, wenn ich es gesagt habe. Aber es war tatsächlich so, dass ich dort extrem ergebnisoffen, wie man würde sagen, reingegangen bin. Auch mit dem Risiko zu sagen, hey, look, irgendwie, das alles ist oberflächlich und ist nicht meins. Vielleicht sollte ich mal etwas Gescheites machen im Leben. Hat sich dann aber nicht so herausgestellt, sondern dass ich in dem auch einen tieferen Sinn gesehen habe. Und ich habe mit dem Lehrer auch lange über das geredet. Ist für ihn auch mal eine spannende Frage gewesen, weil er hat dann auch gesagt, also, sie stellen die Fragen, mit denen ist noch nie jemand zu mir gekommen. Weil zum Beispiel in dieser Vipassana-Lehre ist etwas von dem, es gibt so ein paar Grundsätze, die hast du auch einhalten müssen. Du darfst niemanden töten, da bin ich jetzt noch froh gewesen. Mit dem ist aber auch gemeint, dass wenn du Mucken im Zimmer hast, die Nacht weggekommen. Ja.
Die bleibt. Okay, ja. Darum isst du auch kein Fleisch in dieser Zeit. Mhm. Also bist komplett vegetarisch. Du darfst niemanden anlügen, du darfst nicht stellen, du darfst dich nicht selber befriedigen in diesen 12 Tagen. Mhm. Und so weiter und so fort. Also sämtliche sexuelle Handlungen sind zu unterstellen gewesen, so muss man sagen. Mm-hmm. Also du bist zwar eh getrennt gewesen, eigentlich mal Frau und das heißt, so. Das heisst auch nicht beim Duschen, dass du mal den Finger rausrutscht oder so? Nein, nein, hat es wirklich nicht gegeben. Und ist wirklich, ja, ist natürlich, ist dann die Lehre und dann am Abend hast du immer einen stündigen Vortrag gehabt. Das war eigentlich das Highlight vom Tag, da hat wenigstens mal jemand geschwätzt. Ja, dann kannst du wenigstens mal etwas konsumieren. Ja, es war zwar nur ab Band gewesen, weißt, aber wenigstens so, ah, okay, mal eine Stunde nicht nachdenken. Und jetzt ist natürlich viel Leben auch über die buddhistische Lehre und so. Sie haben zwar immer gesagt, es sei nicht an einer Religion angehängt, aber für das haben sie Buddha auch viel zitiert. Und wo natürlich eben auch viele Sachen mit Comedy eigentlich korreliert haben. Ja? Yeah. Also wie so Sachen, man darf Leute nicht täuschen. Man darf nicht Leute fertig machen. Wer meine History kennt, weiss, ein Teil von meinem Erfolg baut auf dem auf. Ja. es ist tatsächlich so, dass ich dann wirklich zum Lehrer gegangen bin und gesagt habe, ja, wie verhaltet sich das mit Comedy? Hm. Und da hat er gesagt, ich muss einen Tag studieren, ich sage das morgen. Ich habe das nicht, hat sich das keine Antwort gegeben, weil das noch nie jemand gefragt hat, logischerweise. Yeah. Oder? Und er hat dann nicht gefunden, ja, wenn jetzt für eine, weil ich habe gesagt, ja, für eine Pointe muss ich mir eigentlich wie Sachen erfinden, das Publikum täuschen mit etwas, was ich gar nie erlebt habe und so. Und dann ist er wirklich Schleuder gekommen. Yeah. Weil er gemeint hat, ja, fuck, ja, was machst du jetzt mit dem? Und er hat mir dann eigentlich eine recht coole Antwort gegeben und gesagt, also er würde es jetzt so interpretieren, dass wenn Täuschung nicht eine böse Absicht dahinter ist, sondern es ist eigentlich eine gute Absicht, die Leute sollen lachen etc., dann sehe ich kein Problem in dem. Ja. Ich hätte es nicht ganz so gesagt, sondern ich hätte noch mehr die Trennung gemacht von Privatmensch und Bühnenperson, sozusagen. Macht Sinn, es ist am Schluss gleich eine Handlung, oder? Eine Person nimmt eine Handlung vor. Okay, oder? Und die Handlung ist entscheidend, nicht wer sie macht. Und die Absicht ist eben halt eben doch entscheidend. Ja, aber die Absicht wird ja auch meistens zitiert in der Comedy. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich finde das so faszinierend, ich kann heute noch Don Rickles schauen. Und Don Rickles macht sich über jeden Mensch, jede Ethnie, jede Rasse aufs absolut politisch inkorrekteste lustig. Eigentlich der Hamza Reier. Nein, sorry. Und ich mag den Hamza, aber... Ja, der war schon auf einem anderen Level. Richtig. So, ja. Und zwar eben mit einer Liebe. Mhm. Okay. Wo ich beim Hamza nicht immer so spüre. Ja. Wenn der Hamza in Fahrt kommt, dann ballert er auf durch. Rein, ja. Aber beim Don Rickles... Du merkst seine Absicht. Das ist alles mit Liebe. So, und irgendwie funktioniert es wegen dem. Du spürst das durch 50 Jahre als YouTube-Video. Mhm. Also das Video ist nicht so alt, aber die Originalaufnahme, oder? Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, die Absicht ist sehr spürbar. Außer halt bei einem Mini-Prozentteil. Ja. Ja, eben meine Frage war dann wirklich, oder? Comedy geht ja immer auf Kosten von jemandem. Immer. Ja. Und wenn es am Schluss du selber bist. Also ja, ja. Auch die Pointen gibt es. Oder das sind ja meistens sogar die, die sehr gut funktionieren. Aber wie kannst du das vereinbaren mit, eben, du darfst niemanden herabsetzen etc. Mhm. Und das finde ich schon, ist tricky. Er hat eben auch gefunden, ja, wenn es darum geht, die Person dann bloßzustellen, dann geht es mit der Lehre eigentlich nicht. Mhm. Mhm. Wenn das aber zu Unterhaltungszweck ist und die Person nachher nicht blöd dasteht oder die Person auch okay wäre mit dem, ja, dann ist es wieder so. Aber das ist ein sehr schmaler Grad. Genau, dort wird es dann wieder schwierig, weil du kannst ja nicht mit jeder Person vorher klären, wird die das okay finden. Ich habe zum Beispiel immer gemerkt mit den Parodien, das sind so meine, ich mache mich lustig über jemanden im Moment gesehen hauptsächlich. Dass der Baschi, dort habe ich aber auch noch ein bisschen andere Parodie gemacht, muss ich sagen. Dort habe ich auch wirklich ein bisschen ihn bloßstellen, weil ich ein bisschen Trottel gefunden habe, weil er irgendwie dreimal zugesagt hat und nie gekommen ist, bla bla bla. Und dort hat er mir ein Double gefunden. Und danach, wo wir dann aber mal eine Stunde geschwätzt haben, wo er auch gemerkt hat, von wo es eigentlich soll kommen bei mir, und was dass ich, darum habe ich auch ein Double gefunden, weil ich bin eigentlich immer Baschi-Fan gesehen. Mhm. Schon, seit es da geht, habe ich das ein geiles Sicht gefunden. Ja, ist ja. Absolut. Dass er dann gecheckt hat, ah, der meint das nicht böse. Mhm. Ja. Und es dann auch funktioniert. Mhm. Und du kennst Wujo besser wie ich. Aber der Typ, wenn er etwas hat, dann ist es Selbstironie. Ja. Also, weißt, ja.
Und dann ist für mich auch immer, auch für mein Gewissen, und ich kann gut schlafen mit dem, ist für mich immer klar gewesen. Also mit Wunder. Die zwei da wird kein Problem sein. Nee, so, oder? Das ist tatsächlich so. Und das macht, glaube ich, viel aus. Ja. Bei anderen Sachen. Das weißt du ja auch, wenn man mit dem Publikum schwätzt, dann bist du ja mal frech. Ja? Ja, logisch. Aber ja. Ich habe schon. Ich sage jetzt nicht wer, aber ich habe schon gehört von Show in Deutschland, jemand, ja, kommt auf die Bühne, sagt so, hey, gut, nein, ich habe es sogar selber gesehen, ich sage jetzt, was es ist, der Nisa, ja, geht auf die Bühne, sagt, ich bin, im Ausland bin ich absoluter Loser, ja, da in deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, kennen wir alle, im Ausland bin ich absoluter Loser, ein Nichts, ein Niemand, ich bin so wie er, und zeigt auf irgendjemand in der ersten Reihe, und der denkt so, was hat er gemacht? Nee. Also weißt du, außer ein Ticket zahlt und in die erste Reihe gesessen, aber einfach mal gesagt, du bist ein Loser und ein Niemand. Hingegen, wenn du mit den Leuten schwätzt und je nachdem, was sie sagen, machst du einen Spruch zu dem, ist für mich... Ist auf Augenhöhe halt. Ja, so ist es von oben herab. Ist für mich zusammen das Lustige haben. Ja. Und dann geht auch mal ein Spruch auf die Kosten von dieser Person, aber die finden es mega lustig, weil... Du kannst die Pointe so machen. Sie versteht es. Ja. Und du kannst die Pointe so machen, wie sie macht, aber dann musst du bei ihnen bleiben, finde ich. Dann musst du wirklich sagen, nee, ist natürlich ein Scherz, was machst du beruflich? Mhm. Und dann kann der irgendeinen Scheissberuf sagen, ja gut, das ist immer noch mehr wert als Comedian. Also weißt du, dann musst du ihn wenigstens kurz wieder rauflupfen. Oder? Ja. Irgendwie so. Übrigens, das, was ich eine von der spannendsten Erkenntnisse gefunden habe, in diesen 10 Tagen geschwiegen ist, du bist ja, wir sind gerade 30 Männer gewesen, in dieser Gruppe, würde ich jetzt schätzen, die Tag und Nacht sozusagen zusammen verbracht haben, aber nie miteinander geredet haben. Doch, es hat auch 20 Frauen sind es gewesen. Okay. Die sind aber im anderen Teil vom Haus gewesen. Man hat sich nur in der Gruppenmeditation hat man sich gesehen. Mhm. Aber auch dort mal Frau getrennt und so. Also du hast rübergeschaut und hast gesehen, es hat Frauen, aber du hast nicht, also hast nie Interaktion gehabt. Und war eh verboten gewesen. Das sowieso, aber auch sonst, also weißt du, auch nicht reden oder irgendetwas. Also von dem her das sowieso nicht. Und das Spannendste war wirklich, die 30 Leute jetzt in dem Fall zu beobachten, wie sie sich verhalten. Mhm. Und du machst da von jedem ein Bild. Aufgrund von dem, wie er ansteht am Salatbuffet, aufgrund von dem, wie er sich beim Laufen draussen verhält, aufgrund von dem, wie er schnauft während der Meditation. Mhm. Und du machst da von jedem ein Bild und denkst, der sieht so, der ist sicher Grundschullehrer. oder das ist ein klassischer Banker oder so, weißt du? Ja. Und am 10. Tag, wenn du anfängst zu schwätzen, kehrt sich das Bild in 85-90% der Fälle komplett. Mhm. Die Leute, die du denkst, das ist sicher ein cooler Dude, ist der weirdeste, komische Mensch. Und der, wo du immer gedacht hast, was für ein komischer Spacko ist das, ist der lustigste Typ. Ja. Yeah. Also Kommunikation ist wirklich einfach das Allerwichtigste für den Mensch. Wirklich mit ganz großem Abstand. Yeah. Ja. Man sagt ja, von 100%, wo gesagt werden, sind 60 Körpersprache, Gesicht, Bewegung etc., also alles Äußerliche, 30% Stimme, Tonation, Lage und so weiter und 10% das effektiv Gesagte. Mhm. Und ich finde das wahnsinnig krass, darum zum Beispiel, du kannst etwas in der Zeitung lesen, Zitat XY, und es kommt nie im Leben dem gerecht, wo wirklich gesagt worden ist. Mhm. Und ich finde darum zum Beispiel allein schon telefonieren schwierig, Spruchnachrichten sowieso, weil dort ist ja dann auf einmal noch die Intonation anders. Und das war meine Ansage von der Rebecca Lindauer. Es wird sehr fake. Was? Weißt du, die nächsten paar Minuten werden euch vorkommen wie eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Man ist froh, wenn es endlich fertig ist. Da ist Rebecca Lindauer. Ja, denkt vielleicht noch, es tönt künstlert. Und man ist froh, wenn es fertig ist. Ja, sorry, habe ich unterbrochen. Ja, alles gut. Das, aber unabhängig von Sprachnachricht, ich finde allein darum schon Telefonat zum Teil schwierig, oder? Weil, wenn du jemanden nicht siehst, es ist zum Teil eine Sekunde still und dann sagt die Person, okay, dann weißt du schon nicht, was ist in dieser Sekunde gesichtlich passiert, ist so gesehen, ich weiß nicht genau, oder schießt mich an, okay. Also, Und darum kann ich mir das extrem gut vorstellen. Wir machen ja immer viel zu schnell Vorurteile, eben anhand von wie jemand rumläuft, sich bewegt etc. Mhm. Ja. Das leist auch nach 10 Tagen Schwieger leider nicht ab. Ja, das ist wirklich so. Haben die Leute von dir ein Bild gehabt?
Es hat viele Leute aus dem Ausland gehabt. Yeah. Also von dem her ist nicht so, ich bin nicht so unter Beobachtung gewesen. Die Schweizer haben mehrheitlich gewusst, wer ich bin. Yeah. Hat natürlich auch nachher so ein bisschen gefragt, und wie ist das jetzt für dich als Moderator gewesen, da 10 Tage nichts zu sagen. Also, herrlich! Ja, ist es tatsächlich gewesen. Also es ist wirklich, das Schweigen hat mir nicht eine Sekunde Mühe gemacht. Alle haben das Gefühl gehabt, das ist das Schwierigste für mich, wenn ich nicht darf reden. Mhm. Wer mich privat kennt, weiß, ich bin ja jetzt nicht der Unterhalter im Privaten. Ich bin sogar einer der, der noch einer nur zulässt, und wenn wir zusammen im Ausgang ist, lasse ich andere Show machen, weil ich finde, man macht sie sonst, muss es da nicht auch noch. Für mich war das Härteste gewesen, den Kontakt nicht können haben zu den Leuten. Yeah. Das ist, also mir hat WhatsApp gefehlt. So, das ist die einzige App, die mir gefehlt hat. Wirklich? Ja, die aller einzige. Facebook, Instagram, nicht eine Sekunde vermisst. Ich hätte es gerade gelöscht nachher, wenn ich hätte können. Mhm. Aber das habe ich, ja, hab ich für mich immer gewusst. Und Leute haben immer gemeint, ich konkretiere mit dem. Hat sich für mich zum Glück bestätigt, dass ich das richtige Bild von mir habe. Mhm. Das hat mir wirklich nicht eine Sekunde gefehlt. Und eben, ich würde längstens aus dieser Kacke rausgehen, wenn ich nicht so wahnsinnig viele Billette über das verkaufen würde. Yeah. Es ist tatsächlich so, oder? Es ist natürlich ja, für mich ein Promo-Tool. Logisch, logisch. Mhm. So, hey, wir müssen langsam... Meine Parkour ist seit 40 Minuten abgelaufen. In Zürich heisst das 120 Franken. 120? Nein, ich weiß es doch nicht. Aber also, Gefühl. Ich finde, in Zürich ist es meistens einfacher. Ich lasse einfach den Bus dran. Eben. Ich gehe nachher ins Plaza und ich lasse ihn einfach dran. Es ist immer noch günstiger, als wenn ich ins Parkhaus würde, oder? Ja, hey, auch im Frank nochmal vielen Dank. Ja, merci Frank, dass du da gewesen bist. Wirklich schön. Und auch dir. Und weißt du, was ich jetzt richtig geil gefunden habe? Der Podcast, jetzt glaub wirklich so jede Facette drin gehabt. Von absolut dummem Gelaber. Bis zu jetzt der aber ich finde, das haben die eigentlich schöne immer. Schluss. Ja. Yeah. Ich finde, es hat immer so, es ist ein bisschen wie Corona, es ist immer ein bisschen wellenförmig. So, immer wenn du das Gefühl hast, jetzt ist wieder alles gut, kommt ein Scheiß. Schön, wenn du es negativ gedreht hast, das freut mich. Immer wichtig, ja. Nein, zu viel Positivität können wir im Moment wirklich nicht brauchen. Nein, Positivität nicht. Nein. Keine gute Positivitätsrate habe ich. Nein, also Positivität schon, aber keine Rate dazu. Richtig. So. Positivität nur in Rate. Ah, schön. Du, wird man sagen, hey. SRF 2 Kultur. Ich kann mir sagen, soll ich mal ein Blatt vor das Gesicht heben? So, Stefan, Büssi, vielen, vielen Dank. Von Mutzenbachler. Danke auch dir im Namen von Oliver Geissen. Oh ja, unbedingt. Ja. Bochler hat er gesagt. Bochler? Ja. Und ich würde es nie mehr nachhören. Mhm. Aber alles Liebe. Gleichfalls. Ja, 37 Projekte am Start. Nur. Muss man mal sagen. Mal nur im Moment. Ja. Nur 37, ja. Können noch eine Liste aufschalten, was du alles machst. Alles aber okay, check his stuff, weißt du, meine Follower werden. Ja. Ich bin froh, wenn ich mal ein paar überkomme. Ja, wir werden dir sicher ganz viel bescheren. Nein, vielen, vielen Dank, bist du da gewesen. Danke. Alles Liebe und Stammtisch irgendwann wieder. Anytime. Peace. Boop, boop, boop.